Heute seht ihr die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Wenn ihr nicht dieses Video verpassen wollt, dann guckt bis zum Ende und los geht's. Kaspar! Oh, was geht ab? Weißt du, was wir heute machen werden? Ey, ich hab noch gar keine Ahnung. Du hast ja nichts verraten, deswegen klär mich bitte auf. Guck mal nach draußen. Siehst du hier so eine kleine Eisbahn? Oh, die sieht cool aus. Mhm. Ja. Und wir werden heute mit dem Schlitten herunterfahren. Okay. Ich sag dir, hol dir auf jeden Fall erstmal hier dein Daily Reward. Da kriegen wir auf jeden Fall ein paar Münzen. Oh. Ich habe jetzt 90 bekommen. Wie viel hast du bekommen? Ich auch 90, ne? Ich auch 90. Und ich glaube, wir können uns hier sogar noch genau ein paar Rucksäcke auswählen, die wir natürlich mitnehmen müssen. Na gut, die kosten leider ein bisschen Geld. Das heißt, wir können die leider nicht nehmen. Ja. Und wir können uns hier bei Upgrades anscheinend noch so ein paar Sachen kaufen. Okay, so Booster, okay, dann Rüstung, alles klar, okay. Genau, also auch verschiedene Schlittensachen. Warte mal. Ist das jetzt da unten gerade? Ist das Holzbrett unser Schlitten? Genau, das ist unser Schlitten. Und ich würde sagen, wir müssen quasi, je besser wir runtersliden, desto bessere Münzen bekommen wir. Und mit den Münzen können wir wieder mehr kaufen. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Geht 3, 2, 1 und durchlaufen. Wow. Wow, Kaspar. Ja, ich rutsche hin. Yo. Oh mein Gott. Hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin fast. Ich bin so nein. Ey. Nein. Ich bin auf dem Rücken. Nein, ich rutsche ohne das Brett. Mein Brett ist weg. Deins auch? Ich bin offroad! Nein! Ich bin. Roxo! Nein, ich komm wieder, okay? Ich komm. Oh mein Gott, ja, komm bitte. Ich konnte nicht so gut kontrollieren. Oh nein, mein Brett! Ah! Nein. Ja, mein Brett hatte ich auch verloren. Ich bin nämlich. Oh, mein Brett ist jetzt auch weg und ich bin wieder oben. Meinst du schon wieder ey, weg? Ey, aber ich habe 72 Münzen bekommen dafür. Okay, warte, ich komme auch jetzt wieder. Ich bin auch in einer Sekunde wieder da. So, okay. Mann, ey. Ich sehe es, ich komm. los. Kann man das irgendwie drehen? Ey! Alter, wie fährst du? Hä? Hä, wo bin ich? Das kann man nicht drehen. Ja, warte mal, ich komme zu dir. Ah! Ja. Du bist ja voll. Mich? Oh nein, ich auch. Aua, ich habe auch wieder. Bist du auch runtergekrüllt? Okay, Münzen wir treffen bekommen. Uns oben. Ja, okay, ich bin auch. Okay. Ah, das ist nicht der Fall. Vielleicht können wir uns jetzt schon irgendwie was Cooles kaufen. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Ich glaube, wir können nämlich hier so ein paar Boosts auch kaufen. Also, da können wir. Gut, der kostet leider 1000. Nee, kostet 500. 500, da habe ich noch nicht. Das kostet 100, ne? Das heißt, so eine kleine Wand oder so. Guck mal, ich sehe gerade, der nächste Schlitten ist so eine Tür und der kostet einfach auch 500. Okay, ich würde sagen, den kriegen wir auf jeden Fall hin, ne? Ich würde sagen, den kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, wir müssen nochmal hier. Bin wieder drin. Halt dich gut fest, ich sehe dich. Ah! Okay, ich nehme anscheinend gerade. Solange du kannst. Ich nehme gerade eine Abkürzung oder so. Ja, ich sehe es auch. Ja, die ist sogar gut. Hier? Die ist gut. Oh nein! Ah, verdammt, ich habe meinen Schlitten ganz schon wieder. Lange unterwegs. Oh, Mano. Denkst du, man kann das kontrollieren? Ich glaube nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du nicht? Oh Gott, nee. Alter, ich bin voll schnell. Warum bin ich so schnell? Hey! Oh, ja, Nein, ich bin auch wieder runtergefallen gerade. Mann. Ich rutsche hier noch voll weiter. Ja, ich auch. 6 Coins habe ich bekommen. Okay, wir müssen, glaube ich, gleichzeitig kommen. Und rein da. Ich probiere gerade abzubremsen oder sowas, ne? Ja. Aber es geht nicht. Ah! Ich sehe gerade, man kann sich so Boost kaufen für Robo. Ey! Stimmt, ja. Ich sehe es auch. Nein. Aua, Hilfe. Man steht da nur 12% Leben. Hilfe! Ich slide echt lange. Sieht man, dass sie viel Leben dran hat? Unten, da steht 100%. Ich komme gerade mega weit, Kaspar. Da ist irgend so eine rote Flamme ist da. Nein! Oh, ich fahre. Drück Leertaste, dann kannst du Boost kriegen, glaube ich. Toll, ich bin gerade voll gegen Baum geflogen. Ich habe jetzt aber gerade 84 Münzen bekommen. Komm nochmal rein. So, nochmal rein. Okay, und jetzt. Ich ramm dich weg. Kaspar, pass auf. Ah, pass auf. Wow. Oh Gott. Ich muss gegen, bitte. Nein, ich bin hier irgendwo gegen wieder, ey. Was soll das, ey? Also, im Grunde müssen wir nur so weit kommen, wie es geht, ne? Ja, das stimmt. Hier, und ich frage mich gerade, oh Gott, ich komme gerade echt gut durch, Kaspar. Ich komme gerade echt, Ich kaufe mir einfach mal doppeltes Leben für 15 Minuten, habe ich mir mal geholt. Aber glaubst du, das ist das doppelte Leben von dem Dingens? Ja, ich glaube, wir halten einfach mehr aus, weißt du? Dann kann ich direkt ein bisschen mehr Geld machen. Okay, so, dann komm. Ich hole mir auch ganz kurz doppeltes Geld, hole ich mir einfach. Achso, doppeltes Geld auch? Ja, okay. Ja, genau. Ich kaufe mein doppeltes Geld und dann noch mehr Leben. Und dann können wir, glaube ich, doppeltes Geld kann ich mir irgendwie nicht kaufen. Ja, ich mir auch nicht. Das geht bei mir. Doch jetzt, oder? Nee, doch noch nicht. Nee, okay. Dann mache ich erstmal nur Dingens. So, das heißt hier. Ja, ja. Und. Ist leid wieder durch. Wow! Yeah! Ich will mir echt langsam mal das Holzbrett holen. Okay, das gab schon mal 34. Hä, ich hab 0% bei meinem. Oh, jetzt bin ich kaputt gegangen. Och, Mann, oh. Hä, ich hab nur 100% Leben, sehe ich gerade. Ja, aber du kannst einmal quasi 100% verlieren. Und, und dann kannst du quasi jetzt runterfallen, ne? Bei mir ist das nicht so, ich hab das nicht. Doch, du kannst einmal. Bei mir steht oben 0% und unten nochmal 100%. Genau, und dann, wenn du einmal irgendwo gegenfährst, hast du nur noch 0%. Und dann kannst du quasi. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ich bin hinter dir. Okay.
Ich bin auch übel weit. Ja, da bist du. Yeah. Oh Gott, ich verfliege. Ich bin hier gerade richtig gut am Start. Ich Sarah. Auch, Kasper, ich auch. Guck mal. Nein, yeah. Ich bin gedreht. Au, oh, nein. Zurück. Ja, er hat sich zurückgedreht. Nein, gegen Stein. Ich bin auch runtergefallen. Wow, hier ist eine Flamme. Ja, ja, da, oh, okay. Pass auf, wir können sogar, siehst du, bei Limited Offers können wir auch zum Beispiel uns 25.000 Credits holen. Ah, oder allgemein das Ganze für 199, das Bundle, für 199 Robux. Wollen wir uns das holen? Ich würde sagen, das holen wir uns. Ich würde sagen, das holen wir uns und das, dann können wir uns nämlich direkt schon mal unseren Schlitten ein bisschen besser machen jetzt hier auch beim Upgraden. Okay, pass auf, ich guck mal gerade, was kann ich mir so holen. Das kostet 6.000, 11.000. Okay, ich kaufe mir jetzt, Kaspar, so einen Ring, so einen Schwimmring. Dann kaufe ich mir noch mal ganz kurz ein bisschen mehr Dingens. So, das heißt hier 4.200. Und dann kaufe ich mir noch einmal ganz kurz so ein Booster, so ein TNT-Ding. Mm-hmm. Und dann gehe ich aus der Garage raus. Okay. Bist du ready? Ich muss mir hier gerade nur ein paar Robux holen, also warte doch mal bitte eine Sekunde auf mich. Okay, gut, dann fahr ich schon mal los. Oh mein Gott. Okay, fahr mal los. Ich habe so ein richtig heftiges Booster-Ding am Start. Ah, was für ein Booster. Man hat jetzt viel mehr Leben mit dem Ding, ne? Okay, so, krass. Vorsichtig. Ah! Vorsichtig. Okay. Ich komme ganz gut durch. Oh, ich glaube. Aua! Wow! Oh! Okay! Ah. Okay, ich hab's okay. Auch, Roxo. Kann ich mir auch noch irgendwas holen, was cool ist? Gute Frage. Ich komme auf jeden Fall jetzt gerade echt gut durch, ne? Ich habe mir was geholt! Wie? Und zwar einen Einkaufswagen! Oha, du hast den Einkaufswagen geholt? Okay, warte mal. Ich habe jetzt mein Schutzschild ist weg. Aber ich komme gerade richtig weit, ne? Nein. Wow, nein, hier ist Wasser. Nein. Ich komme ja auch richtig weit. Ich bin unterm Wasser, Kaspar. Wie, du bist unterm Wasser? Ich bin irgendwo unterm Wasser. Ich werde, glaube ich, gleich richtig viel Geld bekommen. Okay. Ich bin ja im Einkaufswagen. Ey, ich habe sogar eine Melone am Start. Ey, da wird mir schon ganz schlecht. Eine Melone? Ist einfach im Einkaufswagen drin, aber ich rolle hier ziemlich gut. Oh Gott. Ey, du solltest mal sehen, wie weit ich gerade bin, ne? Ich verliere voll langsam Leben. Ich bin gerade dreimal irgendwo gegengeditscht. Ich habe immer noch 91 Leben. Ja. Also bei mir ist gerade so, ich bin gerade Distanz 2300. Was? Oh mein Gott. Oh, ich bin schon im Grün, es ist schon der Schnee schon vorbei. Ja. Was? Wie weit bist du denn, sag mal? Ich bin gerade mega weit. Ich bin gerade mal 1000 Meter weit. Ich bin 3200. So? Ich habe ja keinen Boost mehr geholt. Oh nein. Okay, da vorne ist noch eine. Oh Gott, da kommt eine Klippe, ist hier ein Zeichen. Oh, ah! Gott. Ah, komm. Nein! Oh, komm, bitte. Bitte gönn dir ein bisschen. Durch, ja. Bitte, ja. Ah, nicht stehen bleiben. Nein. Oh! Ich hänge fest. Grün. Ich hänge, glaube ich, fest. Ich glaube, vielleicht kann ich dich wegschieben. Wo bist du? Wo hängst du fest? Nee, ich glaube, ich muss mein Rennen. Nein, ich muss mein Rennen beenden. Nein, okay. Musst du beenden. Okay. Ich bin hier noch am Rutschen. Oh, nee, ich wurde. Oh, ich habe 3850 Münzen gerade bekommen, ne? Was? Ja. Okay, ja, das ist krass. Wie viele Meter waren es bei dir? Das waren. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Meter das waren. Ordentlich Meter. Hier. Das Ding ist, ich mache jetzt nochmal eine Rutsche. Bei 4000 Metern. Bis bei 4000. Ich bin bei 4000 Metern und ich rutsche noch weiter, der hört nicht auf. Ja! Ich chill hier einfach nur. Das ist voll doll. Jetzt bin ich gleich bei 5000. Wie jetzt? Noch ein bisschen. Ja, ich rutsche hier voll durch, ey. Okay, das warte. Ich hab ihn mit dem Einkaufswagen. Mann, ich hätte auch voll viel Leben. Ich hätte auch noch einen Einkaufswagen kaufen sollen. Ich sag's dir. Hui. Hier oben noch ein bisschen. So, ey, das Ding ist, ich hab bis jetzt noch nicht mal irgendwas berührt. Oh, ich hab's berührt. Nein. Ja, wenn man sagt. Ah. Nein, bleib nicht liegen. Nein, der bleibt, glaube ich, liegen. Ja, deswegen habe ich mir nämlich noch einen Boost gekauft. Nein. Los! Oh, das war 6.800 Coins habe ich bekommen. Okay. Fast 6.000 Meter. Ey, ich lieg auf dem Kopf. Okay, hier Booster, soll ich mir mal was holen hier? Okay. Für 22.000. Ich booste ein bisschen durch. So, ich habe mich ein bisschen durchgeboostet. Ich mache gerade hier, einen richtigen Flummi oder so. Hier. Oh Gott. Okay, so, Booster geholt. Ich komme auch wieder rein, Einkaufswagen, Jalla und... Okay, ich komme auch gut weit, Kaspar. Herr, füllt der Booster sich wieder auf? Nein, der füllt sich leider nicht. Ich glaube, wenn man durch so einen Boosterring durchfährt, dann schon. Hui! Ach so, okay. Hui! Oh mein Gott, ich bin so am Boosten hier, das Ding ist so schnell. Ich bin auch gerade richtig mega weit. Nein, mein Booster ist abgefallen. Hey, der ist abgefallen. Booster ist abgefallen? Der ist abgebrochen. Ja, jetzt ist es abgegangen, jetzt kann ich mich nicht mehr boosten. Nein. Was soll das denn? Nein, bitte. Och nein, ich muss mich hier hochboosten. Wie soll man denn da sonst durchkommen? Oh, ich bin auch unter Wasser. Nein. Rutsch. Oh nein, jetzt hänge ich hier fest, Kasper. Ich hänge jetzt wieder, oder was? Wie kannst du jetzt schon wieder festhängen? An derselben Stelle, wo ich eben auch festhing. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Wie viele Meter hast du gerade? 3500. Jetzt habe ich wieder 3500 Coins. Ja, okay. Ich habe 1100. Und jetzt kaufe ich mir aber einen besseren Booster. Uiuiui. Mach das mal. Wie viele Coins hast du? Oha, der Booster ist echt heftig. Ich habe jetzt noch 2800 Coins. Ich habe den Coins mir geholt für 7000 Coins.
Was hast du hier gekauft? Den Booster meine ich. Den Booster für 7000 Coins habe ich mir geholt. Dieses Wasserdingens? Ja, so eine Rakete ist das, so eine graue. Ja, das habe ich auch. Okay, okay. Hier. So. Ey, ich bin hier wieder so am Durchrutschen. Wieso hast du immer so Pech? Ich rutsche, ich bleib hier nicht mal liegen. Ja, weil du halt einfach einen Einkaufswagen hast. Genau, dann bleib ich liegen. Ah. Oh, wobei, noch ein bisschen hier, komm. Okay, komm, ich komme jetzt ganz. Ja, 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 bitte. Ich kann jetzt vielleicht durch den Booster. Ja, komm bitte. Lass mich durchfahren. Durchfahren. Hä? Ich booste. Alter, du hast jedes Mal wieder 100% Boost. Wie? Wow. Du hast jedes Mal wieder 100% Boost. Wie, nachdem du fertig bist? Ja, der verschwindet nicht. Oder meinst du, wenn du neu spawnst? Ja, wenn du neu spawnst, meine ich. Ja, natürlich. Ist ja logisch. Du hast mir gesagt, das geht nicht. Nein, während der Fahrt kannst du den nicht mehr auffüllen. Ach so, meinst du. Ja, okay, okay. Okay, warte, ich komme gerade echt ganz gut durch, muss ich sagen. Schon nur 100 Meter. Wow. Wie viel Meter hast du? Ich bin gerade voll schnell. Oh. Nein, meiner bleibt liegen, glaube ich. Nein, komm, ich bin gegen den Baum geflogen. Oh, mir wird so schwindelig in diesem Einkaufswagen. Nein, bitte nicht jetzt. Bitte nicht wieder. Oh, ich bin jetzt wieder an derselben Stelle, ne? Das kann nicht sein, dass du da dreimal bist. Doch, ich bin das da dreimal. Und der Booster, der bringt gar nichts. Natürlich bringt der was, der ist super gut. Nee, der ist voll blöd. Bei mir bringt er die ganze Zeit was. Der Booster, ne? Er kriegt mich aber hier nicht rüber. Ich bin ja. Oh, ich bin hier so am Fliegen, Alter. Wie jetzt? Oh, ich fliege dir gefühlt durch über die ganze Map. Warum bist du denn so schnell? Ich hab mal das falsche Ding gekauft. Ich verbrauche halt die 100% Boost direkt am Anfang, ne? Immer schon. Oh, Manu, ja, guck mal, das Problem ist bei mir. Was bist du das? Nein. Was bist du? Ich dachte gerade, das warst du. Nein, nein. Ich hänge gerade wieder fest. Ich guck mal, wo du bist. Bist du beim Grün irgendwo? Ich habe jetzt gerade nochmal 3500 bekommen. Ja, ich war gerade beim Grün. Ich baller jetzt auch mal direkt mal einen Booster rein. Hey, gucken, meine Melone! Wow. Ich sag dir, Booster am Anfang ist voll unnötig. Das ist voll geil. Warte mal, wo bist denn du? Nee, ich bin jetzt wieder am Anfang. Komm, ich hole auf. Aber du hast auch diesen Schwimmring, ne? Guck mal, ich habe diesen Einkaufswagen, damit bin ich halt generell mega. Guck mal, ich kann dich überholen hier. Guck mal. Guck mal, du bist doch viel schneller als ich. Aua. Wow, yo. Guck mal. Ich bin viel schneller als du. Du bist echt viel schneller als ich. Ciao, ciao. Juhu. Aua, ich bin schon wieder gegen so ein Ding geflogen. Oh mein Gott. Ich bin so schnell, Mann. Oh. Wo bist du denn jetzt? Ey, guck mal, bist du viel schneller. Ich bin hier schon bei der Klippe. Ah, nein, ich jetzt was. Oh Gott, das war so knapp, ey. Ey, du bist so schnell. Steine. Oh. Oh mein Gott, bist du das jetzt denn so drehst? Och, Mann, dann fliege ich gegen so ein Teil gegen, Kasper. Bleib nicht liegen, bitte. Bleib nicht liegen, ja. Ey, der rollt weit, der rollt einfach weiter. Ey, der ist es einfach, der Einkaufswagen. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier schon wieder über 1000 Meter entfernt. Ja, Booster fliegt weg, okay, kein Problem. Nein, los. Meiner ist voll langsam jetzt gerade. Schieb! Oh nein, du kannst den steuern. Du kannst ihn steuern. Wie denn? Ja, wenn der stehen geblieben ist, dann musst du W drücken, dann gibt er Gas nach vorne. Bei mir jedenfalls. Ja, bei mir nicht. Ja, wie, bei mir hat er Gas gegeben gerade. Nein, nein. Oh nein, hier bin ich. Oh, hier hängst du bestimmt die ganze Zeit auch fest. Links, ne? In so einer Kuhle, oder? Mit ja. So blauen und so. Nein. Ey. Nicht im blauen. Ach so. Ja, oh Gott. Ich war in so einer Kuhle, da kam ich auch ja, raus. Ich bin perfekt durchgekommen. Oh Gott. Wo geht's denn jetzt hier lang? Hier, der Rucksack. Hui. Hui. Oh mein Gott! Bitte, bitte lass mich hier durch! Nein, aua! Nein, bitte, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich, gerade. Oh Gott. Ich hätte eigentlich gerade gratis Boost bekommen können. Nein, oh mein Gott, wie schlecht ist das hier? Aber habe ich nicht bekommen. Wo? Okay, bitte, komm. Komm, bitte. Wie weit bist du? Wie viel Meter? Bitte durchs Schild. Och Mann, er ist gegen Schild! 4300. Er ist schuld! 3.300, okay, ist ja auch 4.500 bin ich gerade. 4.500? Okay, mhm. Und jetzt rutsche ich noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Schnell, jawohl. Ich bin mal liegen geblieben bei 200 Meter, so, komm. Boah, ich komm weiter. Ich komm weiter, ja. Ich komm weiter. Oh. Hier so, was war das denn? So weit war ich noch nie. Jeeha. Ich war so weit echt noch nicht, Kasper. Oh, boosten. Ja, nicht schlecht, ich bin jetzt gerade bei 5.000, 6.000 bin ich jetzt gerade. Okay. Nein. Oh, oh. Nein, nicht liegen bleiben. Nein, die doofe Rampe. Nein, oh mein Gott. Die doofe Rampe. Ich komme hier nicht mal mehr weiter als 300 Meter gefühlt. Was für Einkaufswagen, Beste. Ich bin jetzt gerade bei 7000. Hui. Oh, ich muss da rein. Da muss ich rein. Wenn ich da reinkomme. Oh mein Gott, das wäre so geil. Das ist so ein Tunnel. Nein, ich komme da nicht hin. Nein, oh mein Gott. Nein, ich komme da nicht hin. Oh mein Gott, der ist so blöd, der Einkaufswagen, ey. Nein, ich bin neu gespawnt. Och, toll. Ja, da bist du ja. Manu. Yo, Kasper! Was geht ab, Froxo? Ey, was? Wir haben einfach Rasenmäher am Start. Oh mein Gott, die sehen so cool aus. Wobei, deiner, der sieht ja ganz schön verrostet deiner aus. Deiner ist auch voll verrostet. Aber ja, weißt du, wie wir noch bessere bekommen? Wir müssten einfach, komm mit, ein bisschen mehr Rasen mähen. Wuhu.
Hui, und, sag mal. Oh, meiner schon voll, deine auch? Oh, meine auch. Oh nein. Und dann müssen wir quasi, guck mal hier, wir müssen jetzt verkaufen. Und dann kriegen wir mehr Münzen und sowas. Okay. Ja. Hier oder wo geht das hier? Nee, du musst es dann musst auf Verkauf drücken. Oh, jetzt bin ich hier im Shop drin. Und, Oh, Gott. Da können wir uns anscheinend. Oh Gott, da können wir uns bessere Rasenmäher kaufen, ne? Ja, ja, ich sehe auch gerade. Das Ding ist, ich kann mein Ding jetzt upgraden. Ja, du musst es auch erstmal upgraden und dann kriegst du quasi wieder mehr Geld. Also, ich habe meinen jetzt upgraded und das nächste Mal. Ach so, ja, zeig mal. Ja, aber du kannst dich auch noch. Ich hoffe mal, ja. Guck mal, du kannst dir noch Boost kaufen, Kaspar. Ey, sag mal lieber, wo ich das verkaufen kann. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Ich habe hier mein Ding noch hier. Ach hier! Ja, ja, sag das doch mal! Ja, und das Ding das ist, weiß ich doch nicht. Ich krieg halt einfach, kann gefühlt kaum Rasen mähen und muss direkt wieder verkaufen, weil ich gerade mal 10 Stück habe. Also wir könnten uns natürlich den Infinity-Rucksack kaufen. Wo kann man den kaufen? Wo kann man sich den Boost holen? Ich glaube, warte mal, ist deiner auch schon besser? Ah, hier Infinity Bag? Boah, aber 1000 Robux, das ist natürlich nicht ohne. Oh, okay, ne? das ist extrem das teuer. Das ist nicht ohne, das ist das teuer. Ist extrem teuer. Also das Ding ist, ich kann sogar, warte mal. Kann ich schießen? Ich muss, glaube ich. Ich glaube, ich kann sogar auf die schießen oder so. Ich verkaufe hier mein Zeug erstmal wieder so. So, pass auf, warte mal. Boah, direkt wieder voll. Ey, sag mal. Ich habe auf dich geschossen. Ich glaube, du hast gerade auf mich. Ey, was soll das denn? Ja, ja. Ja, das Ding ist echt gerade die ganze Zeit voll. Ich sehe das auch. Also, das ist ein bisschen zu doll. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal hier vorne wieder in den Shop reingehen. Kann man sich dann auch größere Rucksäcke kaufen? Genau, oder wir können so? Nämlich unseren Rucksack upgraden. Du musst halt quasi links gehen. Dann kann man quasi Upgrade Rucksack Space. So, okay, und dann. Okay, ja. Kann man sehen, das heißt, das Ding upgraden. Okay, ja. Okay, ich habe jetzt sogar schon 170 jetzt da drin, also schon mal ordentlich mehr. Und okay, ich upgrade jetzt auch direkt schon, wie du es wahrscheinlich auch schon machst, den Rasenmäher. Ja, den hatte ich, glaube, der hatte den die Runde vorher schon geupgradet, aber ich glaube, ich kann den nochmal. Ja, meiner ist nämlich grün. Ha! Deiner ist schon grün, meiner ist gerade mal rot. Okay, warte mal. Ja, meiner ist grün. Und das Ding ist. Ja, meiner ist jetzt auch grün. Ich habe jetzt 170 Platz, du auch? Ich auch. Okay. So. Ich kann sogar auf die schießen. Ey, ich muss ja sagen, eigentlich macht mir Rasenmähen nicht so viel Spaß, aber hier muss ich sagen, geht das eigentlich. Hier geht das echt. Guck mal, ich schieße doch auf dich. Guck mal hier. Ey, wie ist denn halt tot? Man kann ja auf. Wie schießt du? Kann ich auf dich schießen? Ich schieße mit dem Rasen einfach auf dich. Oh mein Gott, warte mal, das muss ich auch mal machen. So, hier erstmal verkaufen. Oh Gott, jetzt habe ich schon 2000. Aua! Ey! Ja! Ja! So, ich gehe schnell zurück. Oh, so, ich gehe jetzt hier wieder in den Shop rein. Und, warte mal. Wie viel kostet? Das Ei kostet 50.000. Okay. Ist aber teuer. Lass mal erstmal upgraden hier den Spaß. Ja, wir müssen erstmal upgraden. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch meinen Rasenmäher. Oh ja. Upgrade. Ich mache erstmal meinen Rucksack. Ich konnte den zweimal upgraden. Du auch? Ja, ich konnte den theoretisch, der Rucksack, doch, ich kann meinen Rucksack upgraden, nochmal upgraden. Ja, ich muss nochmal, ich hab jetzt 1200 immer mitnehmen. So, nee, 610 ich hab jetzt auch geupgradet ordentlich, also ich glaube, wir können jetzt, mal gucken, also ich so kann jetzt, verkaufen. Oh ja, ich kann 1700 mitnehmen in meinem Rucksack. Was, so viel direkt? Ja. Okay, wir haben fast den upgegradet. Auf! Weg hier! Oh, okay. Gerade noch gesaved. Also ich habe ihn schon ein paar Mal geupgradet. Ja. Okay, nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade $8,000. Ja, $8,000. Sag mal, du versteckst dich dahinter hinterm Schild. Warte mal, es gibt auch, guck mal, siehst du oben, es gibt auch verschiedene Zones. Siehst du das? Ach so. Das heißt, stimmt, wir sind in der ersten, ne? Genau, wir sind jetzt, glaube ich, gerade in der. Ey, wir sind in der ersten Zone und ich glaube hier vorne haben wir so erstmal auch noch so eine Daily Chest. Das heißt hier, warte mal. Die sollten wir mal lieber mitnehmen. Stimmt. Bei verschiedenen Rebirths kriegen wir. Ja. Oh, ich habe richtig viele Münzen bekommen. Oh, bei mir geht, ich weiß nicht wie viel. Ich habe jetzt auf jeden Fall insgesamt 15. Hör auf! Das warst du gar nicht. Ich habe 15.000 habe ich jetzt. Ja, gut, dann verkaufe ich mal hier den Spaß. Okay, pass auf, ich verkaufe meinen jetzt auch nochmal ganz kurz. Das heißt, ich habe jetzt selber auch gerade 20.000 Münzen und kaufe jetzt auf jeden Fall nochmal ganz schön viel. Und dann kaufe ich mir ein Haustier und mache dich fertig. Ich mache dich dann fertig. Du machst mich ganz und gar nicht fertig, mein Lieber. Ich mache dich richtig fertig. Du machst mich hier nicht fertig. Boah, es passen schon 8.000 Gras in meinen Rasenmäher hier. Ja, ich habe jetzt auch gerade richtig viel noch. Es dauert ja ewig, bis es voll ist. Perfekt. Was ist denn hier? Das sehe ich ja jetzt erst. Wo bist du? Hier sind so Zwerge, die machen hier hinten. Hier sind so Zwerge, die machen hier irgendwie so einen Hochstand oder so. Ja, die machen da so einen Zwergekampf oder sowas. So einen Tanz oder Warte mal, können wir gegen die kämpfen vielleicht? Ich gehe rein in den Ring. Und? Ja, geh mal rein. Ich glaube, du wirst nicht lange überleben, oder? Ich kann auf dich schießen. Stimmt. Das ist so ein Zielsymbol, aber ich weiß nicht genau. Aber es funktioniert nicht so gut, ne? Keine Ahnung, ob das es bringt. Nee. So, Kaspar, ich habe jetzt gerade 50.000 Münzen. 50.000? Ach, ich habe 52.000. Okay, ja gut, ich öffne jetzt mein Ei. Mal gucken, ich habe... Ich auch. Affen. Oh, ich habe eine Ente. Naja, okay. Aber ist auch nicht selten. Ist das selten? Meinst du ist ganz selten. Normal. Warte mal, was bringt überhaupt mein Affe? Mein Affe bringt bald 2 Coins. Hä? Los. Was?
Was bringt deiner? Das sage ich dir nicht. Mal drei. Wie mal drei? Mal drei. Ja, mal drei. Ich sehe jetzt erst, ich kann hier so Coins einsammeln. Ja, aber die bringen ja nicht so viel, oder? Ja, mit dem Affen geht das, mit der Ente geht das. Ey, du hast eine Ente, die ist einfach... Die ist viel cooler als deine. Oh, ich hab die auch bekommen. Ach nee, ich muss die auch gleich mal kaufen. Jetzt hab ich beide ausgewählt, jetzt hab ich gerade mal fünf. Ho! Oh, beide zusammen kann man auch. Oh Gott, da muss ich auch gleich mal abholen. Ja, also ich mache jetzt hier direkt wieder, ich sagte, ich zieh die jetzt direkt wieder ab, wie in dem Essenssimulator. Nee, so weit wirst du dich ja nicht anziehen. Ich mach dich dann fertig. Verkaufen. Ich hole mir jetzt noch ein Ding. Ich hab $130.000. Wie viel hast du denn? Noch ein Affen. Wie viel hast du? 130.000. Ja, ist 130.000. Ja. Ein Hund! Okay, ja gut. Wie, du hast einen Hund? Sag mal so. Ich hab einen Hund. Und nochmal die blöde Ente. Mann! Die Ente ist doch sogar voll gut. Ja, und der Hund aber nicht. Der Hund ist nicht so gut. Der Hund ist wie mein Affe. Oh, ich hab schon wieder einen Affen. Och, Mann, oh. Ich sag dir, ich kauf gleich nochmal. Auch wenn ich hier kaufsüchtig bin. Und dann werde ich was ganz, ganz Seltenes ziehen. Ich sag's jetzt auch so, wie es ist. Ich werde probieren, jetzt das Beste dazu ziehen. Ich hab jetzt hier gerade... ich glaube, ja... gar keinen Platz mehr, glaube ich, gerade. Wie viel passt denn in deinen Rucksack gerade rein überhaupt, in deinen Rasenmäher? 8.300. Oh, ich habe eine... Ja, bei mir auch. Eine Katze, die bringt auch nichts, ne? Mann, eine Katze bringt auch mal zwei. Ey! Ja! Oh Mann, nee. Ich kaufe jetzt direkt nochmal ein Ei. Komm. Probier mal. Eine Schildkröte! Nein, was? Wie viel ist die? Die bringt mal vier. Nein, das kann nicht sein, dass du wieder so ein Glück hast. Ja, die Schildgröße ist das Seltenste, was man bekommen kann. Nein, oh mein Gott, das hast du nicht gezogen. Doch, ist das Seltenste. So ein Glück kann man doch gar nicht haben. So, das Gute ist, jetzt werde ich direkt mal ganz kurz hier nochmal mein Geld verkaufen. Ey, ich hab 360.000, ne? Da kann ich mir jetzt auch erstmal... Hier, warte mal. Nee, das kostet Robux, aber viel Spaß, das Geld ab. Oh, jetzt habe ich noch eine Ente. Okay, jetzt habe ich das Beste erstmal. Oh, noch ein Hund. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar Eier hier. So, komm, nächstes direkt. Und? Okay, ich habe jetzt... Quasi ordentlich, ich kriege jetzt hier ordentlich Geld, das heißt hier kriege ich mal drei. Und ich hab jetzt, was ist denn das hier? Was denn? Ich ziehe hier nur die ganze Zeit so normale Sachen, Katze, Ente, habe ich doch alles schon gesehen. Das Ding ist, man kann auch, wenn man 10 von einem hat, kann man die quasi besser machen. Ja, okay. Genau, so craften. So, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall gerade ordentlich Geld jetzt wieder. Und das Geld nutze ich jetzt direkt mal für einen neuen Rasenmäher. Der kostet aber, der kostet 120 Millionen. Den kann ich mir, glaube ich, noch nicht leisten. Wie viel muss ich, 5 braucht man davon, von einer gleichen? Okay. So, ich upgrade nochmal ganz kurz meinen Rucksack. So, ganz kurz meinen Rucksack upgraden. Nicht schlecht. Ich glaube, es ist wichtig, auch den Rasenmäher zu upgraden, ne? Immer ja, den Rasenmäher, den habe ich jetzt richtig doll abgegradet, ne? Okay. Aber ich sag's, wie es ist, mein Rucksack. Ho. Alter! Du, da passt viel. Wie viel passt rein? 30.000 passt an mein Rucksack rein. Was? Einfach dreimal so viel wie bei mir. Ja, richtig. Nicht schlecht. Viel. So. Jetzt habe ich direkt 700.000. Ey! Nein! Ey, du kannst so viel Glück haben die ganze Zeit. Kannst mal sehen. Das Ding ist. Ich werde das ganz kurz wieder besser machen. Ja, ich auch. Und zwar, das ist, glaube ich, das Wahre hier. Ja, das ist gefühlt echt das Wahre. Das heißt, ich upgrade jetzt mal ganz kurz den und nochmal upgraden. Und jetzt werde ich mal ganz kurz nochmal meinen Rucksack upgraden zweimal. Oder ein paar Mal öfter. Was ist los? In meinen Rucksack passt jetzt 250.000 rein. Auch nicht schlecht. Bei mir 50.000. Ja. Also so viel brauche ich halt gerade noch gar nicht, ne? Nee. Du hast drei Enten, ne? Ich habe drei Enten und die geben mir auch richtig guten Boost, muss ich sagen. Okay, dann werde ich jetzt mal was machen. Zeig mal deine Schildkröte. Ja, meine Schildkröte ist gut. Die Schildkröte hat richtig was drauf. So, was hast du gerade gesagt, was willst du machen, was ich nicht denke? So, ich kaufe jetzt immer ganz viel. Oh, ich habe noch eine Schildkröte, noch eine Ente. Ich dachte, das ist so, nochmal Ei kaufen. 2,5 Millionen Coins. Uiuiuiui. Jetzt kann ich aber ein bisschen upgraden hier, ne? Das ist wahrscheinlich bei dir richtig ab, ne? So, in der Zeit, wo ich quasi neue Eier aufmache, kann ich schon wieder ein bisschen Rasen mähen. Ich hab's nämlich clever jetzt hier gemacht. So, öffnen wieder. Und ich kriege jetzt gerade ein paar neue Affen und die werde ich gleich mal zusammen craften und dann mal gucken, was der quasi bringt. Okay, so. Ja, mach das doch. Ich kaufe mir jetzt auch hier nochmal ein paar Eier. So, und... Ja? Oh, erste ist eine Ente! Eine Schildkröte meine ich, nicht eine Ente. Nein, warum hast du jetzt auch eine Schildkröte bekommen? Und das nächste ein Hund. Oh, ich kann mir noch 10 Eier kaufen, ey. Das mache ich auch hier. Ey, unglaublich. Ich kann mir richtig viele Eier noch kaufen. Oh, ich hab schon 10 Hunde. So, ich sag dir, ich werde dir gleich alle dingsen, ne? Alle zusammen merchen. Ich werde die auch craften. Und man hat doch noch einen Daily Spin, sehe ich gerade. Oh, den müssen wir auch einlösen. Oh, was habe ich? Was habe ich? Was ist das? Das ist das. Was hast du gezogen? Ich hab mal zwei Coins für 20 Minuten. Wie mal zwei? Oder? Nein, das brauche ich. Oder? Das brauche ich. Nee, ich hab jetzt, glaube ich... Ich hab mal fünf Coins.
Nein, du hast das Beste gezogen? Oh mein Gott! Wie, du hast mal 5 Coins? Ich werde jetzt verkaufen, mal gucken. Ich habe jetzt 50 Millionen! Ha. Wie hast du auf einmal 50 Millionen? Ich habe gerade 3000! Ey, na toll! Ich zieh hier, dass ich 50 Haustiere haben kann. Beim Daily Spin. Och, du kannst 50 Haustiere haben? Ja! Wie? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist gut, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Es nicht. Kann ich die alle gleichzeitig? Ich muss gucken, ob ich die alle gleichzeitig ausrüsten kann. Nee, kann ich nämlich nicht. Kann ich jetzt meinen Monkey schon craften? Ah, ja. Warte mal. Ich brauche 10 und dann gibt's Level Gold, Silber. Okay, wie viel Affen habe ich jetzt? Ich habe jetzt 1, 2, 4. Okay, mir 10 Stück. Mir fehlen noch 3 Affen. Den kann ich quasi meinen Affen verbinden. Oh, und dadurch kriege ich auch noch mal wieder mehr. Ey, ich habe gerade so viel Geld, Kaspar. Ja, okay. Also da muss ich ein bisschen aufholen, ne? Also wie viel Geld hast du gerade? Ich habe gerade 60 Millionen. Was ist das denn? Ich habe einen Papagei bekommen. Ja, ja, hatte ich auch schon. Hab ich, glaub ich auch, oder? Weiß ich nicht. Was bringt denn der Papagei? Der ist auf jeden Fall auch, ich glaube, gleich viel wie die Ente. Toll. Ist ja kaum was anderes. Ja, kaum was anderes. Nochmal die Schildkröte. Juhu. Wie jetzt? Das ist doch unfair. Ich ziehe die ganze Zeit Eier. Ich kaufe mir die ganze Zeit Eier, ja, und damit kriege ich auch eine gute Schildkröte. Und wieder der Papagei hier, okay. Ja, nächste. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gleich genug Affen, glaube ich. So, hier ja, mal ganz ich kurz auch. Kaufen. Wie viel fehlen mir denn eigentlich noch? Ja, ich habe jetzt genug Affen, mal gucken. Ich werde jetzt mal ganz kurz zusammencraften. Oh. Ich habe einen Silberaffen bekommen, der bringt mal 4. Oh, ja, aber muss ich sagen, lohnt sich jetzt nicht so krass, ne? Mal 4? Ja, aber mal 1 noch mal mehr, ne? Ja, ja, aber ich meine, ist jetzt halt auch nicht so krass, halt nur mal 4 so, ne? Ja, ist, halt so wie eine, ist halt so wie eine Schildkröte, ne? Ja, und ich sehe auch gerade, dass ich die ganze Zeit Schildkröten habe und sie einfach nicht equipped habe. So, ist auch gut. Auch so. Nicht schlecht, kann man auch okay, mal übermachen. Mal, letzte auch noch mal. Hier. So, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder mein Geld verkaufen gehen, weil ich habe ja noch mal 5 Coins und habe jetzt nämlich einfach ganz kurz 100 Millionen noch mal. Ui, das schmeckt doch ziemlich gut. Dann sollte ich auch mal verkaufen hier, so. So, das Gute ist sogar, ich glaube, ich kann jetzt hier mal ganz kurz mein Ding upgraden. Ich brauche einen besseren Mähdrescher. Warte mal, der nächste kostet 150 Millionen. Ich spare einfach auf den. Der ist erweitert. Ich kann den auch mit Blüten bezahlen, sehe ich gerade den einen. Wie mit Blüten? Mit Blüten. Einfach so mit Blüten, oder was? Ja, ich brauche 130 oder was? Wie stand da? Brauche ich dann so. Kannst du mal Ei öffnen. Okay, ich habe schon wieder einen Papagei. Alles klar. Ja, gut. So, oh, eine Katze hier. Ja, oh Gott, das gibt jetzt gleich richtig gut Geld, ne? Boah, ich mach das so schnell. Wie viel Gras sammelst du die Sekunde ein? Was steht da immer? 597. Ja, ich sammle 2200 ein. Oha. Ich habe meinen Rasenmäher nämlich schon richtig gepimpt. So, ja, pass auf. 600.000 Gras. Ich werde es auch gleich so machen. Pass auf, dann wirst du auch gleich sehen, dass du es bereuen wirst. Ich habe jetzt, glaube ich, nämlich... Boah, du wirst den neuen Rasenmäher. Pass auf, ich gehe jetzt ganz kurz dahin und mache jetzt, verkaufe jetzt wieder, habe ich wieder 50 Millionen ungefähr mehr. Ah, mir fehlen noch 10 Millionen, pass auf. Okay. Ich sage, du wirst gleich sehen, ich habe gleich 10 Millionen übrig und dann... Und dann? Pass auf, du wirst sehen. Okay, ich kann jetzt den erweiterten Rasenmäher kaufen für 150 Millionen. Ja, okay, mach mal. Mal gucken, was der so drauf hat. Ein bisschen so, Upgrade Space. Naja, ich brauche noch 2 Millionen, noch Mano. Okay. Mano, warte, ich muss... So. Hier was Alter, ich sag dir, mein Ding ist hier ordentlich equipped jetzt. Ja, ich habe jetzt so einen pinken Rasenmäher. Und ich sammle 8000 Gras die Sekunde ein. 300, 400.000, 500.000, 600.000. Oh mein Gott, das geht jetzt richtig rutti fotti hier. Was? Ich sag's dir, 2,3 Millionen gleich schon. Wieso hast 2, du... 2,3 Millionen Gras. Okay, warte mal. Eine Million jetzt. Gras jetzt. Ich kann ihn nicht kaufen, warum kann ich ihn nicht kaufen? Ja, weil du blöd bist. Selbst schuld. Ach, ich brauche jetzt nochmal 137.000 Gras. Okay. Das heißt, ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen hier ein paar Eier noch einsammeln. Ich habe jetzt 2,3 Millionen Gras gleich. 2,3 Millionen. Ja, krass. Und das sind, wie viel sind das jetzt? Was? 128 Millionen waren das. Was? Uiuiui. Also das schmeckt ja schon mal richtig gut. Warum hast du so viel? Ja, weil ich den Rasenmäher die ganze Zeit upgrade. Ich habe einen pinken Rasenmäher, hallo? Der sieht ja wohl cool aus. Ich hätte den vielleicht auch upgraden sollen, aber ich spare ja gerade auf den... Du hast ja noch den verrosteten, sehe ich gerade. Ja, warte. Ich habe jetzt gleich... Du hast ja noch den allerersten. Nein. Das ist schon mein 10. Habe ich nicht. Weil der ist verrostet, natürlich ist es dein allererster. Nein, pass auf, ich zeig's dir jetzt gleich, pass auf, du wirst sehen. Zeig mal. So, ich kann jetzt den Erweiterten kaufen. Wie viel kriegst du jetzt gerade pro Sekunde? 8100. Okay, ich kaufe jetzt den Erweiterten für 152. Ich kann den schon wieder nicht kaufen. Ja, wieso das denn nicht? Das ist doch unglaublich. Oh toll, jetzt habe ich schon wieder meine 2,3 Millionen. Okay, jetzt upgrade ich auch die ganze mein Dingens. Okay, ich upgrade jetzt auch meinen. Hier, verkaufen. 255 Millionen. Ja, dafür werde ich jetzt erstmal den dicksten Rasenmäher holen. Ich habe jetzt die ganze Zeit quasi nicht geupgradet. Zeit verschwendet. So. Hier, jetzt könnte ich... Okay, ich habe jetzt, glaube ich, hier... Ich konnte mir den auch nicht kaufen. Ja, ich habe jetzt das Heftigste, glaube ich, oder? Ja, oh, ich habe mir schon was Zweites gekauft. Okay.
Wie, das hast du gekauft? Ich glaube, ich habe mir gerade was Gutes gekauft. Wie viel Gras passt in dein Rasenmäher rein? In mein Rasenmäher passt jetzt gerade 16 Millionen Gras rein. Ja, okay, okay. Ich gehe jetzt gerade also 19.000. Ja, ich krieg 29.000. Okay, bin ich weiter vorne als du. Ja, okay, okay, okay. Hier. Aber pass auf, vergiss nicht, dass ich mal 5 habe. Ui, das heißt, was? Ich jetzt mal stimmt, ganz du hast ja diesen Boost. Jetzt habe ich direkt 300 Millionen. Was? Du hast 300 Millionen? So, 300 Millionen. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier. Hä, wie hast du jetzt 300 Millionen bekommen? Ja, ich habe halt mal 5 Coins. Das hat das. Wie hast du mal 5? Das ist halt der Unterschied, ne? Das ist halt, jetzt will ich nochmal upgraden. So, jetzt habe ich das komplett geupgradet, jetzt kann ich den nochmal... Ja, ich habe jetzt schon den erweiterten. Ha! Man muss das einfach komplett fertig upgraden, dass man den erweiterten kaufen kann. Ach, lol, und jetzt habe ich 45.000, kriege ich gerade. Nein! Ja, Mann! Muss ich mal ein bisschen Speed hier aufholen. So. Ja, musst du wirklich Speed aufholen? Okay, hier. Ja, ich habe 11 Millionen jetzt hier drin, und jetzt bin ich gespannt, wie viel ich dafür kriege. Ich habe jetzt 680 Millionen! Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade 700 Millionen, habe ich jetzt gerade. Okay, okay. Ich glaub, und jetzt verkaufe ich nochmal und hab nochmal 500 Millionen mehr. Auch nicht schlecht. Hier. So, das heißt, ich werde das Ganze wieder ein bisschen upgraden. Kann ich denn hier upgraden? Jetzt zack, so. upgraden. Boah, den kann ich aber gar nicht oft upgraden, ne? Wieso der nicht? Den einen. Ja, weil ich nicht so viel Geld habe, der ist ja übel teuer, sag mal. Ich konnte schon zweimal upgraden. Oh, zweimal schon direkt? Okay, so, ja, ich upgrade nochmal ganz meinen Rucksack, das heißt, da habe ich erstmal Ruhe. Das heißt, jetzt ja, kann 100 Millionen passt in meinen Rucksack gerade. Wie viel passt bei dir rein? 100 Millionen? Ja. In meinen Rucksack passt 200 Millionen rein. Oh, das Doppelte einfach mal. Auch ja, nicht schlecht. Ja. Kannst mal sehen. Nochmal Münze mitnehmen. Da kannst du mal sehen. So. Ey, ich muss, aber wie viel? Ja, okay, du hast natürlich schon den krassen Rasen mehr. Da muss ich jetzt ein bisschen hier drauf gambeln. Ja, also du wirst gleich sehen, Alter. Ich werde jetzt auf jeden Fall, jetzt mal ganz kurz hier verkaufen. Hab 1,7 Milliarden. Ich guck hier gerade mal. Du hast 1,7 Milliarden. Und jetzt habe ich 2,5 Milliarden. Was? Alter, was ist denn mit dir los? Sag mal! Und jetzt kann ich das Ganze. Du hast dir doch irgendwas für Robux geholt! Nein, habe ich nicht. Und jetzt habe ich den nochmal zweimal geupgradet. Jetzt kriege ich. Weißt du, wie viel ich jetzt gerade bekomme? Für einmal Rasen? Wie viel? 260.000. 260.000? Okay, ja, das ist heavy. Ich bekomme nur 70.000. Ah, ich krieg nur 70.000. Ja, war's doch nicht schlimm. Du hast auch diesen richtig krassen Multipli die ganze Zeit da oben wegen deinem blöden Haustier. Ja, da. Ich habe halt mal 5 Coins, ne? Ja, habe ich auch. Das habe ich auch. Wie, hast du auch bekommen? Ich hab ja 2 Schildkröten. Ja, aber das habe ich auch noch dazu. Ach so, nee, das habe ich glaube ich dann nicht. Also das steht jedenfalls bei mir oben. Warte mal, aber mir fällt gerade was auf. Ich habe außerdem noch eine falsche Dings ausgewählt. Ich habe ja noch... Ah nee, mein Silver Monkey gehört dazu. Alles gut. Ich habe 2 Milliarden. Ich habe jetzt 10 Milliarden. So, das heißt... Das ist doch gelogen. Ich kann jetzt nochmal ganz kurz das Ding nochmal zweimal upgraden. So, kurz mal hochmachen. Ey, Mann, ey, ich nehme jetzt 170.000 Gras die Sekunde sozusagen ein. Ich 620.000. Was? Okay, ja, das ist aber auch nur die kleinen Sprünge dann. Das geht dann rucki-rucki-zucki da. Ja, du kriegst mir nicht eingeholt, pass auf. Natürlich krieg ich noch eingeholt. Schon wieder 11 Milliarden. So, das heißt, ich kann es. Ey! Und jetzt habe ich wieder 16 Milliarden. Das heißt, ich kann es ganz wieder kaufen. Ja. So. Okay, 16 Milliarden. Und dann wollte ich hier nochmal upgraden. Und leider noch so, nicht. So, und wo kann ich verkaufen? Da hinten? Guck dir mal meinen coolen Rasenmäher an. Ey, der sieht echt ganz schön abgespaced aus. Ich krieg jetzt eine Million. Eine Million? Oh mein Gott, okay. Ich kaufe mir die ganze Zeit weiter in Eier. Die Eier sind auf jeden Fall auch. Ach, du holst, aber es bringt doch gar nichts, weil die maximal Dings hier geben. Die geben doch maximal nur 5x. Nein, also ich werde hier auf jeden Fall noch upgraden, die ganzen Sachen. Boah, ich habe 30 Milliarden. Das heißt, was? 30 Milliarden? Das kann ich. Alter, was ist denn dir denn los? Upgraden noch. Ich habe jetzt nochmal zweimal upgegradet. Okay. Ich habe jetzt gerade mal 260.000, die ich hier die Sekunde einnehme. Ich kriege 2,3 Millionen pro Sekunde. Was? Oh mein Gott, ja gut, okay. Das ist schon crazy. So. Hier noch ein bisschen. Dafür ist mein Rasen schöner als deiner. Ist er das wirklich? Ist er, ja. Ich habe noch mal eine Schildkröte bekommen. Och nee, wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 2 Schildkröten. Ja, das heißt, das mache ich weg. Ich habe 2 Schildkröten und... Und ich habe noch einen Silbermann. Ja, okay. Das heißt, ich hab 3 mal 4. Ja, okay. So, nochmal ein bisschen hier kaufen. Wieder einen Affen bekommen. Ah, was gibt's denn hier noch? Boah, Alter, ich krieg gerade so viel, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Okay. Obwohl ich ja das eben noch relativ doof gespielt habe. Ja, so, ja, du warst kurzer Zeit hinter mir, aber ich habe jetzt gerade 4,3 Milliarden, damit sollte ich doch mal ein gutes Upgrade mir ziehen können. Ich glaube, ich kann aber den Hund, Ja, ich habe jetzt nochmal einen silbernen Hund bekommen, da bringt auch nochmal mal 4. Mann. Und die Katze bringt auch nochmal mal 4.
Das kann doch nicht sein, oder was? Sag mal. Ja, aber ich brauche. Aber die bringen halt leider nicht so viel. Ja, ja, die bringen nicht so viel. Ich nehme jetzt gerade mal 400.000 ein. Ey, du hast einfach durch diese Boost das Glück. Du hattest schon wieder so richtiges Glück bei diesem Spinnrad. Ich habe 100 Milliarden. Ist einfach so. Ich habe 100 Milliarden. Du hast 100 Milliarden. Ich glaube, 2 Milliarden auf der Bank. Das heißt, ich kann das Ding Money. Jetzt. Zack. Zack, nochmal zweimal upgraden. Jetzt brauche ich mal einmal ganz kurz ein bisschen meinen Rucksack upgraden hier. 11. Ey, Mann, das dauert bei mir jetzt ewig. Weißt du, du hast hier auch schon wieder einfach Glück gehabt, ey. Ja, Glück gehabt. Ja, ist so. Du hattest einfach Glück mit dem Rad da. Kannst auch aufgeben jetzt einfach. Nee, ich mach das hier. Ich gebe hier noch meine 100 Millionen Gras kurz ab und... ey, dafür kriege ich gerade mal 7 Milliarden. Na gut, dann gebe ich halt auf. Von mir aus. Dann hast du halt heute gewonnen. Ich krieg gerade 6 Millionen. Ich krieg jetzt gerade 6 Millionen. Hör mir auf, ey. Hör mir auf. Und 160 Milliarden. Ich hab gewonnen, okay. Leute. Nicht schlecht, Broxo. Nicht schlecht. Broxo. Oh, Kasper. Na? Heute wird's heftig. Wir sind zurück als Bienen, aber heute im schwersten Biom, und zwar Schneebiom. Wie soll man überleben? Mein Gott, das ist eine gute Frage, wie man überleben soll, ich würde sagen. Indem man einfach viel freischaltet. Okay. Das heißt, wir spielen wieder gegeneinander. Wer zuerst quasi an dieses mystische Ei reinkommt, der hat das Ganze gewonnen. Ey, du hast bald schon Ei bekommen. Und das mache ich auch direkt auf. Und da drin ist... Was hast du da drin? Eine normale Biene leider nur. Och, Mann. Oh, ich habe auch ein seltenes Ei, habe ich gerade bekommen. Und eine epische Biene. Ha. Oh, was? Wie kann man so viel Glück haben direkt? Oh mein Gott. Ja, aber ich weiß nicht, ob die... Okay. Fliegt die mit uns? Oh, was hast du für ein Ei bekommen? Wo? Ein legendäres Ei. Legendäres Ei? Ich mach's mal auf, Kasper. Eine legendäre Biene. Hey. Ja. Nein. Eine legendäre Biene. Auch schon. Von daher alles gut. Hier nochmal mitnehmen. Ja, das ist ja voll krass. Okay, sehr gut. Also, Alter, ich direkt abgesahnt, ey. Richtig abgesahnt. So, meine kleinen Arbeiterbienen. Mehr machen. Boah, ich muss jetzt hier echt mal... Ja, mach mal ein bisschen mehr hier, sag mal. Ich muss hier mal ein bisschen mehr freikaufen, glaube ich. Hä? Die wollen Hauptsache, arbeiten. Guck mal, Kasper, Hauptsache, das epische Ei kostet genauso viel wie das legendäre Ei. Ist ja eine Frechheit. Ja, stimmt. Was soll das denn, sag mal? Aber ist ja gar nicht schlimm. Du kannst mir erzählen, dass du dir direkt ein episches Ei nochmal dahinterher gezogen hast. Ne? Hab ich nicht. Das ist doch kannst du dir nicht ausdenken. Also, ich hab hier die Mütze vom Weihnachtsmann. Ja, ich hab auch so... Hey! Ey, nein. Oh, jetzt hab ich... Ach, toll. Jetzt hab ich ganz viel Honig verschwendet für so ein normales Ei. Ja, mein Vorteil. Sehr Mano. Schön. So will ich das sehen. Und meine so Arbeiterbienen, die machen kaum was, weil hier so wenig Blumen ist jetzt nur da sind. Los, verkauf. Ja. Hier noch eins. Oh, okay. Oh, die sollen auch mal für mich verkaufen, sag mal. Ja, ja. So, ich mache noch mal ein bisschen mehr frei, damit die auf jeden Fall hier schön wieder ein paar Blumen haben können. Ich auch. Hier. Oh, okay. Ach, wieder normales Ei. Mann, ich habe so ein Pech mit den blöden Eiern, ne? Also, ich habe gerade... Oh mein Gott, ich habe ein Überraschungsei. Oh. Okay, ich mache das Überraschungsei mal auf. Mal gucken, was haben wir da drin. 1400 Honig. Okay. Och nee. Ey, wie kannst du so ein Glück haben? Ich habe hier zwei Eier gefunden, das sind die normale. Das nehme ich mit, Kasper. Mann. Das nehme ich mit. Das so. Nimmst du gerne mit. Ja, zack, zack, zack. Ich bin jetzt sogar schon bei den 240ern. Du auch schon, ja, ne? Ja, bin ich auch schon. Aber auch gerade erst. So, ich mache jetzt nochmal hier ganz viel Freistand, damit auf jeden Fall meine Arbeiterbienen auf jeden Fall gut was machen können. Ich krieg gerade fast bei jeder Sache eine Blume, ne? Die wollen arbeiten. Überraschungsei schon wieder. Was? 4000 Blumen. Ey, das darf nicht wahr sein. 4000 Blumen. Das darf nicht wahr sein, sag mal. Ja. Das ist einfach nur unfair. Und noch ein Dingens, ein Schneemann. Oh, eine seltene Biene, okay, ja. Oh, ich habe auch einen Schneemann, ja, nicht schlecht. So, okay. Ich nehme jetzt auch, ich mache jetzt mal das epische Ei auf. Vielleicht kriege ich dann auch so wie du so eine mystische Biene oder so. Eine legendäre. Eine legendäre. Ja, ja, okay, auch nicht schlecht eine legendäre. Ich meine, ich habe ja immer noch die mystische. Alter, die ist einfach blau, ne? Die ist einfach so krank. Die ist echt richtig krass. So, hier kann ich auf jeden Fall. Kostet schon 600, sag mal. Ich kann die ein bisschen besser machen, glaube ich, und so meine Beam hier. Ja, deswegen, ich mache jetzt mal 3600er Upgrade. Mal gucken, ob das jetzt auf jeden Fall auch das wert war. Wie, du kaufst die da direkt? Kaufst dich direkt weiter oder was? Nee, also, nein, pass auf, da waren so Bienen. Die kann ich. Ja. Meine Arbeiterbienen kann ich upgraden. Die konnten quasi besser werden. Kann man? Das kann man ja. Ach krass. Bei Upgrades. So, komm. Normales Ei nochmal aufmachen hier. Und nochmal eine normale Biene. Okay, auch nicht schlecht. Ja? So. Oh, das ist halt. Oh, Riesenblume. Oh nein, Weihnachtsbaum. Machen wir das. Wieso, was holst du dir gerade? Gar nicht. Was holst du dir? Gar nicht. Hast du dir was gekauft? Nein. Wie? Ich habe gar nichts geholt. Wie? Du hast dir jetzt was gekauft, oder was? Ich bekomme. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, was hast du dir gekauft, Kaspar? Vielleicht doppelten Honig, aber ich verrate doppelten? Nichts. Okay, dann hole ich mir jetzt auch doppelten Honig. Für 10 Minuten, oder was? Ja.
Okay. Oh, hier normale Biene. Na gut, kaufe ich mir jetzt auch. Mit dem doppelten Honig geht das jetzt hier echt, Alter, das geht so ab. So, ne? Jetzt habe ich auch doppelten Honig. Ich sag dir, das ist es. Das werde ich mir merken. Mach da einfach sowas, okay? Das merke ich mir, Kasper. Okay, vielleicht, ich kann, wenn du so einladen bist, ey, ich kann dir auch noch was anderes kaufen und dir gar nichts sagen. Nö. Was holen, was. Ja, was? Nö, wir bleiben jetzt so. Doppelter Honig ist schon, okay, ist schon gut, okay, so, muss ich sagen. Bist du schon bei den 600 dann? Ja. Okay. Ey, was sind das denn? Schneebälle. Schneeballschlacht. Wie, du hast Schneebälle bekommen? Ja, aber die kann ich leider nicht benutzen. Die liegen da nur so komisch rum. Okay, also ich kriege auf jeden Fall ganz schön viel Honig. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich so auch. Wie viel Honig hast du gerade? 18.000. Was? Okay, ja gut. Dann hast du natürlich noch die Krone verdient, ne? Kann man sagen, was man will. Hast du noch verdient hier? Und hier noch, ich glaub, noch ein Ei. Ich glaube, ich upgrade auch gleich mal hier. Ey, ich habe die Honig, die Bienen schon so krass geupgradet, das kostet schon 14.000 Euro. Ich sagte, 14.000 Honigs Update. Ja, ja, das stimmt, ich muss die auch nochmal upgraden, hast recht. Mhm. Okay, ich upgrade nochmal ganz kurz genau die hier. So, okay, meine kleinen Arbeiterbienen arbeitet. Ich sag's dir, los. Arbeitet alles voll. Und die gehen auch gut ab hier. Oh, ich habe wieder ein normales Ei. Bitte jetzt was ganz Seltenes. Ich will auch mal wieder Eier haben. Ich kriege nur so Weihnachtsmützen und sowas. Ich sag dir, das wird später mein Late Game. Also ich werde, du hast vielleicht am Anfang starke Bienen. Ein seltenes Ei. Mal gucken, was kriege ich da jetzt. Oh Mann, das kann nicht sein. Ey. Komm schon, mach auf das Ding. Das kann nicht sein. Ey. Ich fliege dagegen, aber jetzt aber. So und... Oh, nochmal eine epische Biene. Sehr schnell. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Sehr gut, das ist sehr, aber sehr wichtig. Aber ich sehe gerade, wir können eh nur drei Bienen gleichzeitig haben, oder? Bringen die anderen dann auch was? Ich glaube, die anderen fliegen trotzdem mit rum. Ne? Das ist ja. Ah, okay, ja gut, dann gut. Die machen dann trotzdem ein bisschen Arbeit und ich habe ja so viele Blumen jetzt, ne? Ich sag's dir, die kommen gar nicht mehr hinterher. Eben noch gemeckert, dass sie zu schnell sind. Und jetzt kommen die gefühlt gar nicht mehr hinterher. Jetzt kommen die gar nicht mehr hinterher, das stimmt. So, ich muss mal... Ich habe auf jeden Fall wieder Lust jetzt auf so ein richtig heftiges... Ah, Überraschungsei, perfekt. Und ich glaube, ich muss 6.000 Honig. Hier. So, 6.000 Honig. Okay, ja. So, nochmal upgraden hier. Zack. Oha, Alter. Upgradest du überhaupt auch deine Bienen? Ja, mach ich doch. Du nicht? Ja, gut. Doch, hier doch normales Ei gefunden gerade. Auch sehr schön. So. Boah, 5.000 Honig hat das. Aber meine gekostet. Arbeiten natürlich extrem gut. Ne? Meine sind richtig harte Arbeiterbienen. Meine sind auch vor allem richtig schnell. Ja, meine auch. Eine Biene ist sehr schön. Aber jetzt wird es schon richtig teuer. Sind schnell, aber nicht so schnell wie meine. Jetzt wird es gerade... Oh, nochmal ein normales Ei. Kostet bei dir auch 1.600? Was habe ich? Kostet bei dir auch 1.600? Wo 1.600? Ja, 1.600 das Grundstück? Nee, schon 2.000. Ach, so weit bist du schon, okay. Ja, meine Bienen sind heftig, ja. Ja, die sind heftig, aber weißt du, was ich in petto habe? Was 10.000 denn? Blüten! Wie? 10.000! Ja, hab ich ersammelt. Wo hast du denn die? Hab ich verkauft die ganze Zeit. Bam! Oha! 20.000 Honig! Oha! Die Krone ist meine! Ich hab die Krone auf! Ja, ich habe aber schon voll viele Felder frei. Sollst mal sehen, wie viele Felder ich schon frei habe. Ja, hab ich jetzt gleich auch. Erstes, zweites, drittes, hier. Du kannst dir nicht mal 10 Felder kaufen, die ich hier habe. Natürlich. Nix da. Oh, wobei jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Jetzt habe ich hier. Ja, ich sag's doch so. Es hat 8.000 gekostet oder so. Guck, und schon ist die Krone wieder meins. Sehr gut. Mann, aber nicht mehr lange. Jetzt verkaufe ich auch noch mal ein paar Blüten. Ich habe auch nämlich nur 2.000 Blüten. So, okay, zack. Okay, gar nicht schlecht. Oha, hier wird schon wieder 23.000. Oh, ich brauche jetzt echt mal ein Upgrade, sehe ich gerade, ne? Hier. Bienen. Ja, das wäre nicht schlecht. Mehr, los! Ich guck mal, was kann... Okay, das nächste Upgrade kostet ganz schön viel, ne? Wie teuer sind deine Updates schon so? Meine Upgrades kosten einfach 30.000. Ja, okay, das ist schon viel. Bei mir kosten die alle 14.000. Das finde ich aber auch halt, teuer. Ja, also alle kosten 80.000, ne? Das ist echt nicht ohne. Ja. So, okay. Ich will mir überlegen, was ich davon jetzt upgraden soll. Ich könnte jetzt... Weiß ich auch nicht. Die Arbeiter-Speed. Das mach ich jetzt höher. So. Komm mal her hier auf mein Grundstück. Nein, wieso? Was soll das? Komm mal kurz her, ich muss dir was zeigen. Was denn? Komm mal hier zu dem Ei, ich muss dir mal kurz was zeigen hier. Was denn? Komm mal, ich muss dir das siehst du jetzt gleich. Du willst nur meine Zeit verschwenden. Nein, jetzt glaub mir, komm mal kurz her, wo bist du? Okay, ich komm jetzt. Ich komm jetzt gerade zu deinem Arbeiterplatz. Ja, okay. Genau, komm mal her zu mir hier. Ja. Bin hier hüpfig, siehst du mich? Ja. Da bist du. Mit ja. der Krone. Flieg mal hier zum Ei, guck dir das Ei mal an, flieg mal drumherum. Ja. Was denn? Hä? Ja, Ehre! Du arbeitest für mich! Dann mach ich doch gar nicht, geht doch gar nicht. Natürlich, du läufst über die Bienen, über die Blumen. Stimmt, hast recht, ich klau dir deine Blumen, du hast recht. Ich klau dir deine Blumen. Nein, ich hab die dafür bekommen. Wie jetzt? Ich hab die Blüten dafür bekommen. Ich aber auch. Weil du darüber gelaufen bist. Ich auch. Ja gut, dann ist es ja Win-Win. Ja, ich dachte nur, ich bekomme die. Ja, okay. Ich dachte, so, du könntest halt auch deinen Honig ausgeben. Oha, ich hab 60.000 Honig. Ja, ich 40.000. Dann muss ich nochmal ganz kurz das upgraden und das upgraden. Ich hab wieder ein Ei für 10.000.
Ich habe jetzt so viel schon wieder geupgradet, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich auch. Achso, du upgradest hier die ganze Zeit auch noch, ja? Ja, ja, also ich werd nachher richtig hier gewinnen. Ich sag's dir, wie es ist. So, hier nochmal ganz kurz. Keine Schnitte hast du! Feld kaufen. Ja. Nochmal ein neues Feld kaufen. Machen wir mal Geschwindigkeit hier, so. Hier, guck mal, zack. Oh, nochmal ein normales Ei für 10.000. Alter, das kostet schon 3.000 hier, das Feld. Ja, normal, ich bin schon bei 4.000, das Feld. Was? Wie schnell bist du denn die ganze Zeit, Mann? Ja, weil du da so rumtrödelst und da irgendwelche... Ich trödel gar nicht! Du Trödel-Liese. Du bist ein richtiger, Trödel. Gar nicht wahr. Doch, bist ein richtiger Trödel. Ich habe hier noch drei Grundstücke, die kosten noch 3.000. Oh, ja, ich bin schon bei 4.000, 4.300. Ja, ich jetzt auch. Jetzt bin ich bei jedem 4.300. Okay. So, kurz okay. Das hier kaufen. Nächstes, aber kommt einfach gerade leider... Ah, ich habe kommt nicht genug Honig in die Kasse. Bienen, ich brauche mehr Honig. Bienen. Ich auch. So, okay, ich muss mal ganz kurz zurückfliegen. Oh Gott, das dauert ja ewig, bis man zurückfliegt. Oh, 12.000 kostet hier ein Ei. Oh mein Gott, ist das teuer. Weißt du, ich habe diese Runde nicht ein seltenes Ei gezogen, ne? Echt nicht? Ich habe diese Runde nur Standardeier gezogen. Okay, ja, ist doch auch nicht schlecht. Kann man auch so viel Pech haben. Kann man auch mal machen. Überall, das ist mega schlecht. So, ich bin jetzt schon mal ein bisschen schneller. Hier. Oh, ich sehe noch ein Grundstück, das habe ich noch gar nicht mitgenommen. Hier, ich bin noch ein paar Sachen upgraded. Oha, ich schnapp mir gerade richtig die dicken Blumen, ne? Wenn ich gleich nochmal verkaufen gehe, dann ist auf jeden Fall richtig Ramazamba. Wie viel Blüten hast du gerade auf Tasche? 4.000. Oh, ich habe 10.000, mein Lieber. Ja, ist doch gut. Ist doch nicht schlecht. Ich wollte nur sagen, und ich meine, ich sehe das Ei da schon in naher Zukunft, ne? Ja, ich kriege jetzt auch gerade wieder mehr Blüten. Hier, ich schnapp mir direkt die Blumen weg. Oha, bei mir kostet ein Feld schon 8.000, Alter. Ja, bei mir auch, aber ich muss noch die 6.000 Dinger hier freischalten. Ja, ich auch noch gerade. So, ganz kurz das hier machen. Denn so, das ich verkaufe mein Blumen. Ein Überraschungsei für 6.000. Och nee. Mal gucken, was da drin ist. Mal gucken, was da drin ist. 20.000 Honig. Nein. Sehr gut. Das hat mir sehr gut was gebracht. Wie kann man denn so viel Glück haben? Das war sehr gut. Ich ziehe nur so stinknormale Eier. Und 10.000 Blüten habe ich auch noch, ne? Ja, ich auch 14.000. So, 33.000 Honig. So, damit sollte ich mal wieder ausreichen. Hier. Aber zack, hier nochmal eine riesen Blume nochmal dazu bekommen. Dann, boop. Alter, ich habe hier so viele Blüten gerade auch noch, ne? Ich muss theoretisch eigentlich nur zurückfliegen, dann kann ich mir gefühlt schon alles freischalten. Ich habe fast 50.000 Honig gerade gehabt. Oha, warum so viel? Ja, ich gebe nicht aus, aber jetzt gerade kaufe ich mir wieder ordentlich Grundstücke, jetzt habe ich nicht mehr für so viel. Okay, so, hier noch ein bisschen. Okay, also ich muss jetzt noch kurz zurückfliegen und auf dem Rückweg schnappe ich nochmal ein paar Blumen hier, zack, zack, zack. Glaubst du denn, dass das jetzt schon reicht bei dir? Also ich habe gerade 17.000 Blüten. Bei mir kostet ein Dings schon 11.000, ein Grundstück. 11.000? 11.600. Jetzt bei mir kostet eins, glaube ich, auch richtig viel. So, das heißt hier, zack, ich habe jetzt 8. Wie viel habe ich bekommen dann? Ich habe jetzt 40.000 Honig. 40.000 Honig. Okay. Ja. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Hut ab. Kannst mal sehen. Aber du hast vielleicht 40.000, wobei damit kannst du dich jetzt eigentlich ziemlich weit freikaufen, ne? Ja. Damit kannst du dich jetzt richtig weit freikaufen. So, das heißt, ich kaufe jetzt das Feld hier schon mal. Da kommt noch ein Weihnachtsdings drauf. Ein Schneemann. Okay. Das fällt hier nochmal. Überraschungsei für 9.000. Und dann ey, das darf doch nicht wahr sein. Was krieg ich nochmal drin? Was krieg ich drin? 66.000 Blüten. Nein! Ja! Das darf nicht wahr sein! Auf dem Weg zurück in die Freiheit. Schnell nochmal doppelt mitnehmen. Jetzt kriegst du die Krone. Schnell. Habe ich noch Doppel-EP? Sehe ich das irgendwo? Ich habe das auf jeden Fall noch. Wo sieht man das? Wenn du abgibst, wenn du die Blüten abgibst. Okay, ich gebe jetzt ab hier und ja, mal zwei. Ich habe jetzt 100.000 Honig. Einfach geschenkt bekommen, einfach so. Was soll das, sag mal? Okay, ich bin jetzt überlegen, ob ich nochmal ein Upgrade machen sollte. Ja, mach das. Ist gut, boostet die Bienen. Ja, genau. Okay, dann hole ich mir das Upgrade, okay. Bee Conversion Rate. Und dann noch einmal. Okay. Kapazität. So, ich brauche jetzt echt langsam mal ein bisschen Tatteles Bean. Ich habe jetzt richtig dicke Upgrades vorgenommen, ne? Sehr schön. Ich könnte jetzt schon das Ei freikaufen, aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Ach so, ich habe jetzt das Upgrade gemacht, ja? Weil Upgrades halten halt ewig, ne? Ja, die halten für immer. Die halten für immer. Das ist halt das Krasse bei denen. Und deswegen, so viel Geld, wie ich gerade geschenkt bekommen habe, das steckt doch nicht einfach hier in irgendwelche Felder. 360 Robux. So. Okay. Nein, hey! Was? Nein. Okay, dann verschwende halt dein Geld in den letzten Minuten. Nein, ich habe nur was überlegt, alles gut, ich kaufe mir nichts. Ja, genau. Genau. Hier. So, komm, das Feld nochmal hier absahen. Oh, ich habe keinen Honig mehr. Hast du schon alle Felder bis zum Ei frei? Nee, mir fehlen noch zwei Stück davor. Ja, mir auch. Ja, achso, nee, die habe ich auch noch. Da fehlen mir noch mehr. Okay, ach komm schon, ich brauche mehr Honig jetzt. Ich auch. Los, erntet. Und ich muss nochmal ganz schnell hier zurückfliegen. So, auf dem Weg zurück. Nee. Kann ich nochmal 11.000 Blüten abgeben? Ich glaube, ich habe aber nicht mehr Doppel-EP.
Das habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, meine 10 Minuten sind um. Ich gucke jetzt mal gucken. Und ich habe nicht mehr, nee, leider. Ich habe auch nicht mehr, leider. Schade, Mann. Jetzt hätte ich 14.000 Honig leider bekommen. Ja, ich hätte auch so viel bekommen, glaube ich, nochmal extra. Ja. Deswegen kriege ich auch gerade nicht mehr so viel Honig. Ah. Ja, ja. Stimmt. Okay. So, aber ich kann jetzt hier... Oh, und... Was ist die groß? Das Feld. 16.000. Und dann muss ich noch einmal... Oh mein Gott, das kostet 31.000, das Feld. Komm schon, Honig, los! Ich brauche mehr Honig. Ich auch. So, ich muss jetzt leider hier gerade mal ein paar Blüten selber blüten. So, zack, zack, zack. Was hast du gemacht? Oh, wo kommt denn der ganze Honig her? Wo kommt denn... Hast du dir Honig gekauft? Nein. Hab ich nicht. Habe ich echt nicht. Mm. Oh, auf einmal 3 Felder mehr freigeschaltet aus dem so. Nichts. Okay, das schmeckt doch gut. Okay. Okay. Hier. Was komm ist? Schon. Du kaufst dir nichts. Mein Ei nur 300 Honig. Noch 300 Honig. So, und was? Jetzt... Mit mir noch 2 Felder vor dem Ei. Jetzt muss ich... Schimmer ein bisschen, Mann. Ja, egal. Mir fehlt jetzt noch 30.000 Honig. Das ist voll viel. Okay, das ist echt viel. Das dauert ewig, bis ich die hab. Und du kaufst dir jetzt nichts mehr. Das ist unfair. Ich kauf mir gar nichts. Nein. Ich hab mir gar nichts gekauft. Du hast dir locker was gekauft. Nein! Doch! Ich habe mir nur was angeguckt. Ja, genau. Also. Das merke ich mir. So, mir fehlen nur noch. Ich mache gerne Robux aus, so ist es halt nicht. Mir fehlen nur noch 10.000 Honig. Ja, hast du viel Robux oder was? Wer weiß. Hier, das kann ich freikaufen, das Grundstück. Und jetzt fehlt mir auch nur noch das Ei. Wie viel fehlt dir beim Ei noch? Oha. Okay, mir fehlt beim Ei noch 25.000. Dir auch? Also, mir fehlt beim Ei, Nee, aber ich muss das Grundstück noch kaufen, sehe ich gerade. Fehlt mir auch. Tja, bei mir fehlt das Ei nur noch 2.000. Dann ist das Ei schon aufgebrochen. Und das Ei ist jetzt aufgebrochen. Ha, ha, ha. Da brauche ich nochmal kurz einen Boost. Es geht ja darum, wer zuerst das nächste Grundstück hat. Und ich habe das nächste Grundstück. Nein! Und zwar Welt Nummer 4. Ich hoffe, 150 Robux und Boost, ey. Und Welt Nummer 4 bin ich jetzt, und zwar in der Candy-Welt. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie weit du kommst. Mal gucken, ob ich dich gleich neben mir sehe im Candyland. Und bist du ready? 3, kurz den Honig hier. Und reingeben und boom! Yo! Du Idiot! Was denn? Hier, okay. So, jetzt! Gut, auch nicht schlecht, Kasper. Ja gut, dann habe ich aber heute gewonnen und... Du hast heute gewonnen, aber scheint eigentlich nach einer Revanche zu schreien, ne? Schreit also, schreib's mal in die Kommentare. Genau, schreib's in die Kommentare. Ob ihr Bock habt. Und dann... Oh, nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kasper! Yo! Rocko, was geht? Nein! Wo sind deine Haare? Warte mal ganz kurz, ich muss hier nochmal nachgucken. Meine Haare sind anscheinend da drin geblieben oder so, oder? Wie jetzt? Hä? Oh nee, was ist das denn? Du hast einfach eine Glatze. Was ist denn los bei dir? Warte mal, aber kann ich... Hä? Jetzt habe ich da nur so einen blöden Hut gefunden, sag mal, im Karton. Was? Och, Mann. Ja, gut, also, Broxo, du siehst hier diese ganzen Kartons, die um uns herum sind, ja? Ja. Und wir müssen... Irgendwo hier sind meine Haare, aber ich weiß auch nicht wo. In irgendeinem von den Kartons, oder was? Ja, irgendwo müssen die drin versteckt sein. Also wir müssen irgendwie mal nachgucken und die aufmachen. Okay, pass auf. Ich werde dir helfen, deine Haare zu finden. Keine Sorge auf jeden Fall. Das Ding ist, wie oft müssen wir denn immer die Boxen hauen? Das dauert ja ganz schön lange. Können wir nicht irgendwie eine Schere oder was holen? Das dauert ganz schön lange, aber ich hab gleich, wenn ich, du kriegst sozusagen Coins aus jeder Box raus. Ja. Und ich hab gleich schon genug Coins. Ja, du, komm mal mit hier zur Großen. Ich glaube, wir können uns zusammen auf eine schlagen, oder? Guck ich weiß mal, nicht genau. Ich habe ein Ninja-Band jetzt um meinen Kopf herum. Habe ich in der Box gefunden. Hä, wie cool. Yeah, ich bin Ninja. Ist das ein Ninja-Band oder ist das ein Pferdeschwanz? Das sieht auch ein bisschen aus. Nein, das ist ein Ninja-Band. Das heißt Ninja-Headband. Und, oh mein Gott, guck mal hier. Pass auf, warte, pass auf. Und dann noch. Oh yeah. Sieht ja richtig gut aus, sag mal. Sieht richtig gut aus, Alter. Na gut, okay, pass auf. Also du sagst, man kann dir noch irgendwo Waffen oder was holen, ne? Ja, wir können später Waffen kaufen, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen auf die Boxen einschlagen. Ja, stimmt, 150, okay, das Ding kostet dann, okay, das hat dann mal 2 Damage, okay. Und ich sehe gerade da vorne. Und du kannst später... Ja, dann lauf mal hin. Ich kenne das Geschenk schon. Weißt du, wie viele Schläge du brauchst fürs Geschenk? Wie, du kennst das schon? Ich kenne das schon. Wieso, wie viele Schläge? Guck mal, wie viele du brauchst. Okay, 2000, okay. Ja. Aber, ganz schlimm, ich kann mir nämlich gleich schon die Waffe kaufen. Oder, mal einen anderen Vorschlag. Ja. Das heißt, wenn wir uns eine kleine Finanzspritze gönnen. Ich würde auch sagen, so eine kleine Finanzspritze schadet auf jeden Fall gar nicht. Und das Ding ist, gönn dir mal bitte noch den Hut, den ich hier bekommen habe. Achso, ich muss dafür, mein Ninja-Band ausrüsten. Weg damit! Das heißt hier, bam!
Alter, richtiger Sonnenhut, sag mal. Ja, ja, damit brennt mir irgendwann gar nichts mehr. Und das Ding ist, ich krieg jetzt. Alter, ich kann die Box schon mit 3 Schlägen kaputt hauen. Ja, dann hast du jetzt schon. Dann ist es der Hut, weißt du, der Hut gibt jedes Mal. Stimmt, du musst einfach nur Boxen hauen und dann kriegen wir dadurch quasi. Okay, aber wir können schon gerne eine kleine Finanzschuss gönnen, wenn du möchtest. Okay, was wollen wir uns holen? 84 Coins? Ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz 480 Münzen für 120 Robux gekauft und dann. Sehr schön, ja. Wollen wir uns eine neue Waffe kaufen oder was? Ich würde sagen, wir gönnen uns irgendwas Schönes, oder nicht? Irgendwie so ein cooles Schwert oder so. Hättest du da Bock drauf? Ja, mal gucken, wie viel wir uns leisten können. Also hier. Okay, also wir können uns nur diesen Steinhammer kaufen. Okay. Aber auch nicht dann so schlimm. Auch nicht so schlimm. Holen wir uns den mal. Mal gucken, wie schnell wir jetzt schon Pakete aufmachen. Ja, das ist halt das Ding nämlich, weil ich habe eben schon richtig schnell was gemacht. Jetzt habe ich doppelten Schaden. Guck mal hier, die kostet 150 die Box. Lol! Oh. Wir können auch zusammen. Wie wir die weghauen, Alter. Alter, lass mal gleich das Geschenk aufmachen. Die hauen wir richtig weg. Und? Oh, was? Noch mehr Münzen hier rumliegen. Oh, das waren 16. Schön. Alter, wie viele Münzen sind das schon gerade gewesen? So. Ey, guck mal, da hinten liegt auch so eine Mütze, wie ich auch hab. Die liegt einfach noch auf dem Boden. Wie eine Mütze? Eine Mütze liegt dahinter. Jetzt ist sie weg. Da lag eben noch eine, die genau hinter dir. Die hättest du aufsammeln können. Hab ich gar nicht gesehen, dann war ich ja blind. Ja. Ich hab einen neuen Hut. Oh, ich brauche langsam auch echt mal einen besseren Hut. Oh, der ist nicht so gut. Aber warte mal, kann die Sache Verzauberung? Stimmt. Was ist? Verzauberung. Verzauberung gesperrt. Ja. Oh, das Ding, man kriegt jedes Mal nochmal Münzen, wenn man irgendwie so Schaden macht. Alter, ich mach die jetzt richtig schnell auf. Wieso? Alter! Hä? Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Ich hab so einen Hut, der heißt Level 3 und jetzt habe ich gerade einen Hut entdeckt. Der, pass auf, guck dir mal meinen Hut an. Warte mal, ich komm mal zu dir. Das ist doch nur deine blöde Mütze. Hä, hey, man kann richtig viele Hüte. Man kann richtig viele Hüte ausrüsten, habe ich das Gefühl, oder? Nein, man kann nur. Hä? 2 Stück. Also, nee, es sind für so Attachments. Guck mal, ich habe hier eine Gitarre gerade gezogen. Also eine Gitarre? Di. Oha, Mann, du bist da. Ich hab deinen Hut bekommen. Sehr schön. Aber hast du auch mal 3? Davon gibt's verschiedene. Genau, meiner ist Level 3. Und diese kleinen Geschenke hier, die mache ich alle mit einem Schlag auf, ne? Ja, ich auch, Alter. Das geht richtig ab. Aber das Ding ist, man hat halt auch immer noch mal Ansprüche. Also beziehungsweise so Quest und jetzt habe ich. Ah, ich habe auch noch eine Damage Potion, ne? Erhöht Schaden für 20 Minuten lang um 10%. Ja, dann nehme ich das doch, das Ding mal ganz kurz. Wo ist das hier? Ja, okay. Und verwenden. Komm, hau. Mann, ich möchte jetzt auch einen krassen Hut haben, so wie deiner. Wieso, mein Hut ist auch nicht so krass. Also das krasse ist die Gitarre. Ja, die. Achso, die Gitarre ist so heftig, oder was? Ey! Ja, die ist gut. Oh! Perfekt! Und nochmal eine Sonnenbrille gezogen, sehr schön. Mann, ich möchte auch so viele coole Sachen haben wie du. Aber ich kann mir jetzt gleich die neue Axt leisten für 900. Ja, die können wir noch. Wollen wir noch das Geschenk hier vorne holen? Guck mal, hier sind verschiedene Geschenke noch, sehe ich gerade. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr drin, weißt du? Meinst du, die sind verschieden groß? Oh mein Gott, ich habe neuen Hut. Bux-Explosion? Ist der selten oder ist der normal? Ach Mann, ich habe nur Level 1er. Hier, das geht schneller, Broxo, hier das Geschenk. Warte, ich komm. Alter, ich mach gerade 20 Schläge pro Schlag, ne? Okay. 20 Schläge. Sich ohne mich auf. So, ich komm. Ich mach noch nicht oben nicht auf. Ich warte hier. Ich hab einen seltenen Hut. Was hast du? Nein! Ich guck gleich mal, was der kann. Der sieht heftig aus. Nein, okay. Oh, na gut. Aber das ist Level 1. So, zack. Aber das Ding ist, oh Mann, der Hut, der ist zwar voll gut. Ja. Aber das Problem ist, der hat einfach so wenig. Also so kannst du nicht ausrüsten, meinst du? Oh, was ist jetzt? Oh Gott. Oh, ich hab genug Coins. Ich hab auch genug Coins. Wir können auch nächste Fläche freimachen, ne? Hast du schon über 1000? Ja, wir können auch die nächste freimachen. Das sind dann größere Dings. Ja, dann lass uns doch hin, wenn wir größere Geschenke bekommen. Lass das machen. Und dann können wir danach immer noch das andere Dings kaufen. Stimmt, den großen, ne? Weil wir brauchen bessere Hüte und ich glaube, da kriegen wir bessere Hüte. So, in der Nähe freischalten. Ist das denn? Ich hab ein Schwert. Wie? Nee, ne? Oh Mann, ich hab alles nur Level 1. Und das kann ich mir auch. Ja, aber trotzdem, welches ist das Schwert voll krass? Ich glaube, das ist nur Dingens. So kaufen. Das war leider nur Deko. Oh Gott. Ach, okay. Das dauert ja ewig, bis man die kaputt haut. Ja. Warte, was habe ich denn hier hinten? Verzauberung! Hier hinten! Wie Verzauberung? Hier können wir zu einer Verzauberung gehen. Okay, warte, ich komme sofort. Ich habe fast die erste Box kaputt gemacht. Ja, hallo, lieber Magier. Ich würde gerne was verzaubern. So, angenommen, ich verzauber jetzt meine Mütze. Die kann ich. Ja. Hä? Geht das? Sehen sie aus. Ich will irgendwas zusammenführen. Ich habe halt nur so ein Level 2 Hut. LOL! Was? Du kannst diese ganzen random Objekte, egal was es ist, die Gitarre, Klamotten und so, kannst du einfach alle zusammenführen, gleich bei Verzauberung. Wähl deinen krassesten Gegenstand aus und dann geh auf Verzaubern. Und dann kannst du die Sachen auswählen, die er sozusagen zusammenführt und dann wird es einfach damit verzaubert. Ja, aber warte, ich gehe. Warte, wie denn? Wie machst du das? Oh mein Gott, ich hab eine seltene Krone entdeckt. Mega selten. Warte mal. Oh mein Gott.
Hey, warte mal, ich hab jetzt. Was hab ich gemacht? Guck mal! Guck mal, was ich Alter, du hast so eine riesen Krone. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell so ein Paket kaputt gehen wird, ne? Hier. Boah, man kann auf jeden Fall viel schneller schlagen, muss ich sagen. Alter, aber bei mir dauert es trotzdem lang. Alter, ich hab auch einen krassen Hut bekommen. Oh, Level 8. Guck mal hier, warte mal. Der ist quasi genauso, fast genauso gut wie meiner, den ich jetzt habe. Oh, Alter, der sieht krass aus. Der sieht krass aus, ne? Ja, das Ding ist, meine Brille bringt halt gefühlt auch gar nichts. Ist mir aufgefallen. Ja, ja, du kannst auch, pass auf, du kannst nur die Sachen verzaubern, die du auch sozusagen nicht ausgerüstet hast gerade, weißt du? Ja, okay, das heißt, okay, eigentlich musst du so viele Items sammeln, wie es geht, damit du die schön zusammenführen kannst und verzaubern kannst. Das ist natürlich clever, ne? Deswegen, also am besten ist es gerade so viele Sachen aufzumachen, wie es nur geht. Und das Ding ist, ich glaube, wir müssten gleich mal für $900... Und diese... Würde ich auch sagen, den nächsten holen. Wir sind so blind, da ist eine Münzkiste. Nein, oh mein Gott. Ja. So, pass auf, die hole ich mir jetzt mal ganz kurz. Ich habe jetzt auch noch... Hier nochmal die Box kurz. Oh, ich habe nochmal so ein Optimus-Dingens. Zwei Stück. Drei Diamanten. Ja, ich habe auch gerade drei Diamanten bekommen. Richtig komisch. Ja, so, ja. Münzkiste. Oh mein Gott. Ich wieder bekommen. Ich habe jetzt 5000. Was? Ja. Oh mein Gott. Alter, hier wird 6800. Ich gehe ganz kurz zum Spawn zurück. Dann müssen wir uns da vorne hinspawnen lassen. Okay, nicht schlecht. So, ich habe jetzt hier auch 8500. Alter Vater, ey. Das ist halt richtig krass, ne? Guck mal, ich gehe. Da können wir uns jetzt schon richtig krassen Hammer holen. Warum hast du eigentlich 8500? Alter, ich habe hier voll den krassen Zauberhut gerade gezogen. Ja? Guck mal, das Ding ist, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mir eine neue Waffe zu kaufen. Und zwar... ich kann. Okay, die nächste kostet. Alter, die nächste kostet 12.000. Das ist so ein Schwert. 12.000. Aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal. Lass einfach den nächsten Hammer kaufen. Ja, genau. Hier erstmal. Genau, wir haben jetzt einen blauen Hammer. Und dann können wir wieder zur Castle gehen und gucken, wie viele. Oh mein Gott, wie viele Orte es gibt. Wie viele Maps gibt es hier? Ja, ja. So. Okay, komm. Kurz zur Burg zurück. Und dann kann man auch Waffen eigentlich verbessern? Nee, ne? Das glaube ich nicht, aber ich kann hier wieder mal was verzaubern, sehe ich. Das mache ich jetzt auch ganz kurz. Ich werde das mal ganz kurz hier. Gut, okay, das sind natürlich. Oh, okay, das bringt ein bisschen mehr Damage. Level 10 ist mein Königshut hier schon. Ich frage mich auch. Ja, ich frage mich auch, ob es vielleicht was bringt, ob ich die Gitarre ablege und dafür sozusagen einfach die Gitarre mit verzaubern lasse in meinen Hut, weil der Hut so krass ist, weißt du? Boah, das Ding ist, ich habe jetzt gerade. Mein Hut ist jetzt richtig krass, ne? Ich habe jetzt gerade alles dafür weggegeben. Das ist Level 12. Level 12 schon, oh mein Gott, dann kannst du. Oh mein Gott, ich brauche nur zwei Schläge für diese Dinger. Für die großen oder was? Oder für die kleinen? Für die kleinen. Okay, das ist krass. Also denk dran, dass du immer noch Quests unten rechts hast, ne? Da gibt's auch mal Münzen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Wenn du Schaden austeilst. Ich kriege jetzt gerade ein paar Diamanten. Was bringen denn Diamanten? Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass du damit irgendwas freikaufen kannst oder so. Nochmal extra als Bonus. So, oh mein Gott, Alter, man kriegt jetzt richtig viele Münzen, wenn du die Quests erfüllst. Ich krieg hier so viel Hüte gerade gefühlt. Ich habe wieder diesen Hut bekommen, Level 10 jetzt diesmal, besser sogar. Kannst du den Safe-Core richtig krass verzaubern. Das sag ich dir jetzt schon. Wenn er Level 10 ist. Nee, also du musst jetzt gehen auf verzaubern und dann hau den Pack, also jetzt hast du den Level 10 oder was? Wo ist das denn, ein Feuerhut? Roter Feuerhut, Level 8. Aber verzauber mal, du kannst die alle zusammenführen. Ja, aber ich warte doch erstmal noch. Ich warte, bis ich so einen richtig heftigen habe. Ja, okay, okay. Also ich habe schon einen Rare-Hut. Hast du bei dir nur normale oder was? Rare! Das? Noch Mano. Alter, das ist so ein Zyklopenhut oder so. Wieso? Das heißt, auf jeden Fall, so wieso? Hörner hat der Hut. Hörner? Ja, so riesige Hörner. Ich mach das hier noch kurz kaputt und dann setze ich den mal auf. So, wenn ich den verzauber mit meinem Königshut, dann müsste ich den wahrscheinlich Level 15 haben oder sowas. Ey, das ist ja voll verrückt, Mann. Ich sag's dir, das könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie Level 15 ist oder so. So, pass auf, das Ding ist, ich habe jetzt gleich genug, 12.000 braucht man für das Schwert, glaube ich, ne? Ich habe 900 wieder bekommen. So, ich verzauber hier bei den Spaß. Red Wizard Level 10. Hallo, so. Was ist Level 10? Ich habe Red Wizard Level 10 Hut. Ich kann die Quest sammeln, ne? Das bringt übel Boost. Das bringt übelst Boost. Was denn? Die Quest. Oh, noch ein Level 10er. Ja, die Quest, die mache ich die ganze Zeit. Die bringt voll viel Geld, ne? Alter, jetzt hau ich so krasse Hüte da rein, ne? Oh mein Gott. Pass auf, du verpulverst jetzt dein ganzes Ding schon. Was verpulver ich? Verpulver hier gar nichts, sag mal. Doch, du verpulverst. Ich sag dir, du verpulverst das jetzt. Wieso? Ich hab die alle Hüte jetzt wegverkauft. Die sind alle Level 10 gewesen. Ja, pass auf, und ich habe jetzt gleich einen richtig heftigen Hut. Was denkst du vielleicht? Oh mein Gott, was ist das denn? Level 10er Orakel. Sehr schön, hier nehme ich mal mit. Ich glaube, ich könnte eigentlich auch nochmal die Gitarre verzaubern, ne? Das Ding ist, stimmt, du kannst auch sowas verzaubern. Ja, dass du sowas schon bekommen hast, ne? Ich hab, das Ding ist, guck mal, ich hab nur einen Hut. Ja, du hast nur einen Hut, aber jetzt geh mal zum Spawn und hol mir jetzt erstmal. Ey! Ich hol mir jetzt auch das Schwert, du Nachmacher. Was für ein Nachmacher? Ja. Wie viel Geld hast du gerade? Ich hab jetzt 12.000. 16.000. Warum hast du denn 16.000? Ich habe ein bisschen mehr als du. Okay, jetzt kostet aber 70.000. Da müssen wir ein bisschen entspannen noch. So. Lol.
En garde. En garde, en garde. Also eigentlich heißt es jetzt nur noch mal Boxen aufsammeln. Ich bin gespannt, wie schnell das geht. Na, ich will die Gitarre unbedingt noch mal verzaubern. Ja, ich will jetzt auch noch mal, pass auf, ich werde so viele Boxen aufmachen. Ich möchte jetzt so den heftigsten Hut bekommen. Boah, ich habe auch deine Krone. Oh, lol, ja, die ist gut, Digga, die ist gut. Hä, aber dafür, dass das Ding rare ist. Ja. Okay, es ist ein bisschen besser als Level 8er Sachen. Welches Level hat die Krone? Level 9? Level 8. Okay. Ich habe Engelsflügel gefunden. Och, Alter, das kann doch nicht angehen. Juhu! Warum hast du denn so heftige Sachen? Ja, Digga, ich mache dir die ganze Zeit gute Boxen auf. Du machst anscheinend nur so kleine auf. Du musst ja die großen nochmal. Ich mache auch die großen auf. Ausrüsten. So, Anspruch, okay. Warte, wie viel kostet das Geschenk? Was glaubst du? Ich habe wieder ein neues Inventar. Das ist teuer, das ist auf jeden Fall. Also ich hab echt so ein Pech, ne? Also ich hab das Geschenk kostet 20.000 und ich mache so ungefähr 500-600 pro Schlag. Warte mal, da fällt mir noch ein, ja. Wenn wir 500-600 pro Schlag machen, könnten wir doch eigentlich in der Map von vorher alle Pakete One-Hit holen. Boah, was ist denn das für ein Hut, Alter? Oh mein Gott, das ist der Trick. Level 10. Du kannst alle Pakete One-Hit holen. Ja, aber du hast doch nur so blöde. Ja, aber vielleicht krieg ich da die ganze Zeit jetzt so Sachen raus, wo dass ich sozusagen die ganzen Sachen verzaubern kann, weißt du? Aber die sind doch nur Level 1. Ja, geht trotzdem klar. Nein. Hier, nehme ich mal mit hier. Na gut, okay, wahrscheinlich geht's schon nicht klar, das stimmt. Denk dran, dass du die Quest die ganze Zeit annimmst, ne, das Geld. Das ja, ich krieg doch... Oh mein Gott, was hab ich jetzt gerade bekommen? Ich hab wieder ein neues Geld oder so bekommen. Ich hab jetzt, warte mal, ich hab einen neuen Hut oder so. Brille! Stufe 6! Ja! Was? Mann, nein! Das heißt, ich habe jetzt extra nochmal mehr Schaden. Sehr gut. Oh mein Gott, wie viel war denn da jetzt gerade da drin? Ich bin gespannt, was hier gleich im Geschenk drin ist, was ich hier gleich aufgemacht habe. Sag mal, coolen Hut hast du da? Hörner oder? Hau ab! Hau ab! Wow! Oh mein Gott! Hast du auch diese... Alter, ich hab so... Lol, guck mal hier! Die ist Level 16! Level 16! Oh mein Gott, okay, pass auf! Ist das ein Hut? Das ist ein Hut, ne? Level 16, ja, Mann. Hier, guck mal. Und jetzt kann ich meins verzaubern. Jetzt habe ich so viel gerade zum Verzaubern. Oh mein Gott, das muss ich nochmal machen. Oh mein Gott, jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Level 26 ist das Ding jetzt. Das Ding ist jetzt Level 26. Also aus Level 26, holy moly. Ja, ja. Level 16, Verzauberung, hau ich das mal drauf. Ich krieg gerade so viel Schaden. Wie kann das denn Level 20 sein bei dir? Level 26. Ich hab grad alle meine Hüte gespart. Ich hab gesagt, du sollst das machen. Ah, okay, ja gut, das hab ich jetzt auch gemacht. Ich hab meine Gitarre, meine Flügel, alles draufgehauen. Hä, das ist trotzdem eine Glatze. Hut. Ja, jetzt hab ich einen Hut wieder aufgesetzt. Mein Hut ist Level 23 und macht auch eigentlich alles wanted. Also ich würde sagen, lass mal die Geschenke aufmachen. Das scheint heftige Sachen. Oh, was ist das denn? Eine Axt? Epic! Nein! Level 10 Axt? Das kann nicht sein. Das ist ein Hut? Das ist safe kein Hut. Ey, das soll ein Hut sein. Aber warte mal, ich mach mal meine Brille weg. Geht das dann? Ja, das geht dann, ja. Wieso, eine Axt auf dem Rücken. Eine Axt im Gesicht oder was? Eine Axt auf dem Rücken. Oh mein Gott. Und die kannst du auch noch verzaubern, die Axt, ne? Wenn du jetzt irgendwie was wegpackst, die Brille oder so zum Beispiel. Ja, ja. Kann ich noch verzaubern. Also die Axt sieht heftig aus. Ich mache jetzt erstmal das Geschenk wieder auf. Wahrscheinlich ziehe ich auch eine Axt hoffentlich. Und. Oh, was ist das denn? Hä? Oh. Nichts. Da war nichts drin. Wie nichts? Da waren nur Coins. Och, Mano. Ey, lass mal auch hier zusammen ein bisschen Geschenk aufmachen, weißt du, wir kriegen ja eh das Gleiche. Ja? Sind drei Stück, lass uns zusammen. Ja, wir kriegen noch genau das Gleiche, wir beide, weißt du, okay. Und das wird schneller werden. Ich bin auf dem Weg. Dann lass die mal aufmachen hier, die ganzen Geschenke, und dann kriegen wir nur die besten Sachen die ganze Zeit. Hey! So, ich schlag mit drauf. Ich auch. Und? Oh, neuer Hut, aber... Kein Hut. Ich hab schon einen Zauberhut, glaube ich, bekommen, Level 16. Was, du hast einen Zauberhut bekommen? Ja, der ist voll heftig. Ich nicht? Ne, wieso nicht? Wie hast du einen Zauberhut bekommen? Ich habe keinen bekommen, vor allem Level 16, voll krass. Wenn du jetzt cool Level 16 da rein. Ich habe schon wieder keinen Hut bekommen. Habe ich auch nichts bekommen. Oh, jetzt habe ich einen Hut bekommen. Epic! Rare! Ich habe Epic, so einen Mystery-Hut. Level 12, Warlord-Helm. Okay, habe ich auch. Hier, soll ich das nochmal mit? Ey, wieder was Neues jetzt gerade bekommen. Echt, die Geschenke sind das Wichtigste, ne? Hab ich das Gefühl. Hier nochmal mitnehmen. Das Ding ist, pass auf, warte. Wir brauchen halt, ich weiß nicht, wie viele Münzen hast du? 37.000. Ich habe 47.000. Ich frage mich halt gerade, was man jetzt so machen kann am besten. Wir können auch in 5 Minuten, könnten wir rein theoretisch wieder uns Coins abholen, ne? Da vorne bei der Box. Ja, stimmt. Wir brauchen 80.000, 85.000, um da in das nächste zu kommen. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch frei, oder? Schaffen wir noch? Oh, mein Hut-Inventar ist sogar voll. Oh, ich guck mal hier kurz rein. Ich habe mittlerweile auch schon ziemlich viele Hute angesammelt. Ja. Willst du dich schon verzaubern oder wollen wir noch nicht? Also ich würde sagen, ich verzauber ein bisschen so drei Hüte weg, dass ich gleich richtig krasse Hüte ziehen kann in der nächsten Sache.
Weil das Ding ist ja, pass auf, ausrüsten. Ah ne, ich muss es ausrüsten hier. Dann Verzauberung. Verzauberung und dann mache ich mal ganz kurz so drei Hüte weg. So. Alter, Level 31, der Hut bei dir auch? Ich kann meinen richtig hoch machen, aber das Ding ist, lass mal hier die neue Sache freischalten. Ja, lass mich mal freikaufen da, das Ding. Okay, genau. Okay. 85.000 Münzen, ich habe 96.000, das sollte ja eigentlich und, hin. Und, freikaufen, ja. Jo. Alter. Ich würde also, aber sagen, wir, Kaspar, wir machen in der nächsten Folge weiter. Klingt gut, klingt gut. Und dann finden wir hoffentlich meine Haare. Ja. Yo, Kaspar. Yo, Rocko. Haha. Was geht? Ich bin mir sicher, dass wir hier deine Haare drin finden werden. Okay, ich hoffe es ja endlich. Aber du, sag mal, du trägst auch einen komischen Hut da hinten. Sah, ich weiß, so ein, ich trage so richtig krasse Sachen. Schwert und so. Ah, okay, okay. Also irgendwo hier, die Map sieht da ziemlich cool aus. Alles voller Kürbis. Oh, ich habe einen seltenen Hut. Level 63. Ich hab einen normalen Hut. Und der ist Level 58. Oh mein Alter. Der ist sogar fast so gut wie mein Drachenschwanz. Was sind hier für krasse Sachen so random einfach drin? Ja, ja. Okay, das Ding ist, ich glaube, pass mal auf, erstmal, wenn jetzt hier ein Geschenk oder sowas kommt, ne? Oh mein Gott, das wäre ja ganz vorbei. Das wäre ja ganz Das ist ganz heftig denn hier. Aber du musst auch echt, mach echt die Quest. Die Quest bringt so viel Geld, ne? Stimmt, stimmt, das vergesse ich auch das immer, echt, ne? Das darfst du nicht vergessen, das musst du immer machen. Das bringt so extrem viel Geld, das bringt mir das meiste Geld ein. Ja, das muss man immer so eine ein bisschen Quest so bringt mir jetzt gerade 330.000. Meiner bringt 90.000 gerade mal. Ja, guck mal, weil du da rumgeeiert hast. 330.000 bringt dir das, krass. Mhm. Ich hab die am Anfang hab ich halt alle vercheckt. Ich hab die alle hier ist ein Geschenk, Kaspar. Hier ist ein Geschenk. Ich komm. Rare! Wie? Level 58. Warte mal, oh mein Gott, siehst du bei dem Schloss, es gibt da neue Waffen. Wo? Bei dem Schloss. Stimmt. Oha. Stimmt. Okay, da bin ich gespannt. Neue Äxte. Oh Gott. Oh Alter, können wir Äxte und sowas haben. Warte mal, ich habe jetzt gerade, was habe ich bekommen? Machst du gerade das Geschenk schon auf? Level 67. Ne? Okay. Ey, das dauert ja ewig, bis ich das Paket hier auf habe. Das nehme ich auch. Lass mal zusammen irgendwas machen. Also das Geschenk, 10 Millionen. Das wird ja ewig dauern. Ja, das dauert ja ewig. Ja, das dauert ewig. Da müssen wir erstmal andere Sachen fertig machen. Ja, ja, machen wir das hier auf entspannt zusammen. Das geht ja zusammen, geht das auch schnell hier. Das geht zusammen schnell, aber das wäre. Ich glaube, ich guck mal gleich, wie viel die nächste Waffe kostet. Mhm, vielleicht brauchen wir eine bessere, meinst du? Ich glaube, wir brauchen eine bessere. Epic! Wie jetzt? Level 62! Was? Oh mein Gott, ja! Ich glaube, ich brauche noch neue Haustiere oder so. Guck mal! Ich hab zwei Köpfe! Hä? Das sieht voll cool aus! Ja! Ich hab auch wieder neues. Was habe ich jetzt hier überhaupt bekommen? Ah, nichts Heftiges leider. Aber wieder neue Quests. Wieder 400.000 mehr. Das ist so verrückt, wie viel Geld du durch Quests machen kannst. Ja, das ist geisteskrank. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz, was sie hier bei den Waffen haben. Also ich habe 1,9 Millionen, die ich jetzt irgendwie ausgeben könnte. Ja, also das nächste Schwert kostet 12 Millionen. 12 Millionen? Also bis wir das haben. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass du hier schon krasse Sachen findest, so, ne? Oder finden kannst. Ja, also ich glaube, pass auf, das Ding ist, ich habe jetzt noch mal ein paar Boxen weiter kaputt. Ich glaube, es ist so, wenn ich jetzt mir noch mal, glaube ich, ein paar mehr Haustiere kaufe. Ich habe nämlich jetzt 378 Münzen, beziehungsweise Diamanten. Okay. Ich glaube, irgendwas hat das, wie fährt das an? Oh, was ist das denn? Ach so, ich dachte, das wäre was Heftiges. Ein neuer Hut. Level 63 aber auch. Level 63 auch nicht schlecht, aber da ist auch ein Geschenk hinter dir. Wahrscheinlich ist es wieder so 10 Millionen, ne? Oder? Ja, ja. Das die brauchen ja ewig. Also, man kriegt auch eigentlich ziemlich gut Diamanten, ne? Muss ich sagen. Diamanten kriegt man auch echt mega gut, das stimmt. Also ich habe jetzt die Frage, ob ich jetzt wieder ein neues Haus hier kaufen soll. Ich glaube, ich müsste gleich mal ein neues Haus hier kaufen. 120 oder für wie viel? Also ich habe 300, ich habe jetzt 400 Diamanten, ne? Du hast 400 Diamanten? Ja, ja. Wo hast du denn so viele Diamanten gemacht, sag mal? Boxen hast du dir was gegönnt? Nee, ich mach mir Boxen auf. Ich hau wieder seit Boxen auf. Ich mach mir Boxen auf. So, ich geh jetzt hier hin. Krass. Und geh jetzt zu. Hätte hier. Ich gedacht. Sand Kingdom. Und kauf mir jetzt. So, dann mach mal. 360 ein Ei. Mach mal, mach mal. Oh, bitte, was Gutes, bitte, oh was Gutes, bitte, was Gutes. Oh mein Gott, bitte. Rare. Das ist das Schlechteste, was man da bekommen kann. Ach, lol. Aber Level 12. Oh, Level 12 ist stark, Level 12 ist stark. Du kannst die auch zusammenfügen dann mit deinem Level 5. Dann hast du den wahrscheinlich Level 14 oder so, ne? Ja, ich warte mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu verzaubern. Hast recht. Das heißt, also, das Ding verzauber ich. Ich guck mal hier. Ich habe auch ganz schön viele Hüte hier am Start. Die sollte ich vielleicht auch mal verzaubern. Stimmt, ich verzauber auch mal ganz kurz ein paar Hüte. So, Drachenschatz ist auf jeden Fall noch das Heftigste, was ich haben kann. Ich habe dieses Geschenk hier, dieses Paket. 103 Millionen. So, dann mache ich 1,3 Millionen. Verzauber meinen Drachenschwanz jetzt weiter, weil der ist so heftig. Ah, der ist schon strong. Aber ich glaube, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt garantiert in einem von diesen Boxen, gibt es garantiert auch irgendwie so ein
übel seltene Drachen. Genau, ich brauche nur was Episches halt. Ne, jetzt habe ich hier was Episches bekommen, das ist nur Level 32. So, ne? Was habe ich hier noch? Level 54, Level 58? Ja, oh Gott, wenn ich die jetzt gleich verzauber, dann ist ganz vorbei. Ich komme jetzt erstmal wieder zu dir. Ich will jetzt hier nochmal. Warte, ich. Kann man irgendwie schnell zum Verzaubern reisen? Ja, du musst, genau, kannst du halt hingehen. Instant oder wie? Verzaubern geht das? Und dann musst du halt so, als würdest du verzaubern wollen und dann spawnt er dich da quasi hin. Ah, okay. Mhm. Sehr schön. Ich komme jetzt wieder zum Haunter. Ich habe jetzt fast 12 Millionen. Oh, ich habe die riesige Box gerade aufgemacht und da war nichts Seltenes drin. Nichts Seltenes drin. Nee, leider nicht. Oh. Leider nicht. Das Ding ist, ich muss noch ein paar Boxen aufmachen. Also die Quests, die bringen echt am meisten, da muss ich sagen. Ne? Die bringen echt extrem viel. Ja, ich muss jetzt echt mal verzaubern. Aber keinen neuen Hut. Das kann doch nicht angehen. So, teleportieren. Oh, ein Rare-Hut. Echt? Level 74. Oh mein was? Gott. Was? Ja, nein. Nein. Alter. So, warte, pass auf. Jetzt verzauber ich das Ding. Der war, glaube ich, richtig heftig, das Ding. So. Okay, ich habe jetzt 12 Millionen. Ich glaube, jetzt das neue Schwert oder die neue Axt. Nee, es ist noch ein Schwert. Ey, mein Hut. Mein Hut ist jetzt einfach Level 76. Alter. Oh mein Gott. Ich mache gerade so viel Schaden. Ja, Kürbisse. Hast du die schon, was kostet noch mal das Schwert? 12 Millionen, ne? Ja, 12 Millionen, aber das macht extrem viel Schaden. Alter! Guck mal, wie wir das Geschenk wegrattern. Alter, auf ganz spannend. Ey, ich hoffe, dass ich jetzt das, ich glaube, es zieht immer nur einer aus einem Geschenk, was richtig selten ist. Ich hoffe, dass ich das. Ich hoffe, ich bin das, weil ich mache hier die meisten Schaden. Ist das nicht? Doch. Ich will auch so einen Kürbis haben wie du. Sieht voll cool aus. So, komm, bitte. Bitte jetzt was richtig Seltenes für mich. Bitte für mich. Ich will Roxo. Bitte für mich. Bitte für mich! Boom! Und ja, nein. Ich habe was bekommen. Und das ist es. Level 86er Hut. Ey, aber Mann! Der ist normal. Trotzdem Level 86, weißt du, wie krank das ist? Ja, ist schon heftig, hast recht. Aber 86. Ich würde doch gerne was Seltenes oder sowas haben. So, zack, hier noch ein paar Kisten aufmachen. Ey, ich ziehe gefühlt viel zu wenig Hüte. Oh, Level 70er Hut? Ich ziehe viel zu wenig Hüte. Siehst du so krasse Hüte? Na, geht so. So, zack, ich habe wieder nur 6 jetzt. Millionen. Level 74 Geweih? Ah, es ist aber nicht so gut. Das Ding ist, du musst halt echt Epic-Sachen haben oder sowas, ne? Und wenn die halt reinhauen. Die sind halt rare, die sind richtig rare. Dann ist halt richtig was kostet gut. Denn, das kostete 320, kostete das, ne? Das nächste Haustier. Ist teure. Ja. Aber ich glaube, ich gehe jetzt wieder hin und kaufe mir ein anderes Haustier. Okay, ich glaube, ich spare einfach noch ein bisschen auf das für 320 oder so. Ich habe jetzt 170. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz zu dem 170er. Oh mein Gott, was ist das? Was war das? Ich jetzt erst. Was ist ein Hut? Hier vielleicht? Ah, oh, das sind nur diese. Kurze Frage, was kostet denn nochmal das Dings hier, das seltene Haustier? Das seltene Haustier, 360. Ja. Okay, dann kann ich mir davon jetzt 10 Stück kaufen. Ey, du bist blöd. Was ist? Du kaufst dir Sachen in echt. Ich kaufe mir keine Sachen in echt. Doch. Ich habe mir nur ein paar Gems geholt. Ja, es gibt auch ein Ei für 890, ne? Oh Gott, echt jetzt? Oh Gott, ja. Das hole ich mir für 890. Den kaufe ich mir jetzt auch. Wie was hast du dir geholt? Gems, guck mal nach, wie teuer viel? Die sind. Die kosten nur 10 Robux, 400 Stück. Du hast dir 400 Stück gekauft? Ich habe mir mehrmals 400 Stück gekauft. Ich habe 2200 Gems. Okay. Dann kaufe ich jetzt. Ich hole erstmal das seltene Ei da hinten für 890. Und. Den kaufe ich mir davon jetzt auch halt 3. Komm, ich will jetzt auch ein gutes Ei haben, bitte. Epic! Bitte. Rare! Ja. Epic ist das Beste. Epic ist das Beste. Wow, Epic, oh Mann. Und. Bitte. Ausrüsten. Oh, das muss ich gleich mal verzaubern. Oh, ne? Mann, ich hab. Warte mal, ich hol mir noch eins, so ein seltenes und. Alter, die sind voll heftig, ne? Legendary! Was? Ja! Was? Wie viel Chance habe ich darauf? Das ist 7%. Alter, es gibt noch zwei bessere als Legendary, ne? Stell dir vor, ich zieh sowas, Gott, Alter. Krank. Das ist ja so heftig. Oh mein Gott, krank. Rare. Okay, weg mit den Diggern. Also jetzt bin ich equipped, Alter. Jetzt muss ich kurz verzaubern, Alter. Also jetzt bin ich gespannt, wie viel du da weghaust. Okay, jetzt mach ich mein letztes Ei auf. Bitte was Gutes. Bitte besser als Legendary. Damit ich, bitte. Oh, ich verzauber hier mal. Verzauberung. Okay, hau ich aber mal die alle rein hier, ne? So, die sind komm, alle Alter, genau gleich. Na toll, so, ey. Ich werde jetzt mal auf ganz entspannte Kiste. Warte, hab ich auch das seltene? Ich hab noch gar nicht das seltenste Schwert. Was kostet das nochmal? 7 Millionen oder 2 Millionen oder sowas, ne? 3 Millionen? Wie, das? 12 Millionen oder was? 1,9 Millionen kostet das hier. Das hast du nicht mehr geholt? Kein Wunder, dass du so wenig. Oh mein Gott. Ja, das hatte ich nicht. Alter, kein Wunder, dass du so wenig Schaden dann halt auch machst, ne? Aber weißt du, wer jetzt viel Schaden macht? Mit den beiden Haustieren. Okay.
Okay, ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Ist gar nicht so viel. Also die Haustiere bringen irgendwas, aber so, die bringen nur was an Geschwindigkeit und am Dingsten, glaube ich, wenn man Sachen verbessert. Ah, stimmt, das kann auch sein. Also jetzt musst du einfach nur viel sammeln. Ja, ja, viele Boxen kaputt machen. 6 Millionen habe ich. Jetzt neue Hüte schon wieder. Aber die Hüte... Oh mein Gott, ich habe einen Pumpkin-Head-Level 156? Was? Ich glaube, durch die Haustiere... kriegst du dann bessere Level. Alter. Ach, lol, das kann sein, das was? Kann sein. Lol, der ist kommen, ne? Der ist nicht mal selten oder sowas. Jetzt müsste nur... Ey, da bin ich gespannt, was ich gleich für einen... Nee, nichts. Oder? Ah, komm. Doch, ich habe auch eine Pumpkin-Hut Level 156 und noch einen anderen Level 156. Alter. Oh mein Gott, wenn ich die zusammenführe. Jetzt muss man hier nur alles aufmachen. Oh mein Gott, da sind noch Geschenke. Stell dir vor, jetzt machen wir noch ein Geschenk auf, ne? Oh mein Gott. Lass mal machen gleich. Oh, ich habe auch selten 160. 160, ey, krank, wie das schnell, wie das hier schon Fortschritt sammelt, sag mal. Also jetzt sammelt das richtig. Kannst du mal kurz gucken, wie viel das Geschenk braucht? 10 Millionen. 10 Millionen? Meinst du, das kriegen wir schnell hin? Ich habe schon Hälfte. Oh Gott. Schaffe ich das überhaupt noch? Warte mal, noch einen Schlag. Ja, okay. Geschafft. Okay, so, komm, jetzt können wir. So. Okay, aufs Geschenk ballern! Und oh, nein, ich hab keinen Hut bekommen. Ich auch nicht. Aber warte mal, ich hab jetzt wieder Level 160er. So. Okay, jetzt muss ich meinen Drachenschwanz mal wegmachen, der ist nicht mehr so gut. Ah, der Drachenschwanz ist echt nicht mehr gut, aber dafür ist mein Hut richtig gut, ne, sehe ich gerade. So. Oh, ich hab einen Rare bekommen. Okay, auch nicht schlecht. Level 156. 4000. So, Alter, komm mal hier mit hin. Du musst mal hier ein bisschen damit helfen beim Geschenk. 10 Millionen brauchen wir dafür. Ja, bin mal gespannt, wie viel Schaden du machst, hä? Alter, richtig viel. Ich mach hier nämlich den meisten Schaden. Alter, du machst ja richtig Schaden. Ich baller richtig weg, das Geschenk. Alter. Ja, so, okay. Und bam! Ich hab nichts bekommen. Ich hab was bekommen. Ey, 172 Nut. Ey, unglaublich. Guck mal, ich mach die Arbeit, ne? Ja! So soll das doch sein. Ich vertraue. Was habe ich hier noch bekommen? 2x156. Okay. Oh Gott, hab ich das Ecke gedrückt? Ich weiß nicht. So, Verzauberung. Hallo! Ich will verzaubern. Oh, ich hab noch was. Was hab ich denn jetzt bekommen? Selten? 160. Ich komm wieder, Broxo. Ich komm wieder. Also, Verzauberung. Mein Hut ist jetzt schon... Ich verzauber jetzt auch. Und zwar verzauber ich... Ja, mein Hut ist jetzt schon... Die Wings of Horror. Verzauber ich jetzt. Wings of Horror. Du hast Wings gezogen? Ja. Okay, die sind wahrscheinlich krasser als ein Drachenschwanz, ne? Ja. So, das sind ja so Easy-Pakete hier. Mach ich das nochmal auf. Was ist da drin? Okay, ja. So, dann gehe ich nochmal hier zurück und jetzt gehe ich nochmal hier zu Haunted. Alter, ich habe 37 Millionen. Du hast 37, was kostet denn das nächste Grundstück? 84 Millionen. Die nächste Waffe kostet auch 75 Millionen, ne? Ja, ich kann mir, was kostet nochmal das erste Schwert hier bei der Pumpkin-mäßig? 12. 12, okay, das habe ich gleich. Ja, das sagt ihr, das muss ja auch und das bringt so viel. Das ist stark. Das ist so extrem. Was ist das? Oh, okay, jetzt habe ich das. Neuer Hut. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal so irgendwie so einen epischen Hut oder sowas ziehe, das wäre so heftig. Das würde bei mir auch nochmal schmecken, sage ich ehrlich. So, 12 Millionen hier wird geholt. So, alles klar. Sieht auch cool aus, ne? So, weil hier sind nochmal mehr Geschenke. Oh mein Gott, okay. Zack. Hier und machen wir hier die... Oh, das bringt's ja... Was habe ich gezogen? Skelettflügel von Level 160. Ja, die habe ich auch. Die sind richtig heftig, ne? Hast du auch Level 160? Oh mein Gott, hier, das ist Level 164. Oh mein Gott, wie krank. Oh mein Gott, das Schwert ist auch richtig OP, Alter. Oh, ich hab... Oh, Roblox Chosen 172 Epic. Was? Oh, das ist mein bestes Item. Hier machen wir nochmal auf, hier das Ding. Bam, 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 bam. 172, hier. Die sind genau Alter, gleich. Alter, das schmeckt ja richtig. Das schmeckt ja mit der Quest jetzt ja schon richtig. Ich krieg schon 2 Millionen, wenn ich das voll hab. Ja, ja, das ist halt das Ding. Ich sag, die Quest ist extrem heftig. Alter, wie man Geschenk jetzt hier wegballert, ne? Das ist so, beziehungsweise Pakete. Das ist so krass, hier. So, nochmal ganz kurz 3 Millionen bekommen. Aber ich bekommen. Hab hier nochmal so, Level 164 habe ich nochmal diese Flügel bekommen. Okay. Die nochmal. Ich habe die noch ein zweites Mal bekommen mit Level 164, nochmal 4 Level mehr. Alter. Ganz entspannt. Oh, ich habe auch nochmal 2 neue Hüte. 160, 164 hier, und so. Oh, hier das Paket. Ich kaufe mir gleich auf jeden Fall für 800. Was hast du? So krass. Ich habe so ein Ei bekommen, der sah cool aus. Er ist ein Auge, nicht so ein Ei. Sah cool aus, aber hat leider nur Low Level. Aber wenn ich hätte Lust, irgendwas Episches zu ziehen. Ja, ich ziehe die ganze Zeit epische Sachen, aber die sind nicht so krass, muss ich sagen. Alter, das ist hier ein großes Geschenk, ne? Warte, 20 mal. Millionen. Oh mein Gott, was habe ich für einen Hut bekommen? 160er? Aber das ist genau gleich. Ich komme! Was hast du dir gekauft? Nee, gar nichts. Ich will hier nur noch mal aufs Geschenk hauen. Schnell, weil dich! Okay. Und? Ich habe nichts bekommen. Hast du was gezogen? Ich glaube, ich habe auch nichts bekommen. Dafür, dass ich das ganze Geschenk selber aufgemacht habe, habe ich nichts bekommen. Komisch. So, hier vielleicht was drin.
Nur dick Geld habe ich bekommen. Ich kann mir gleich für 800 Diamanten wieder ein Dings holen, ne? Wieder so ein seltenes Haustier. Alter, ich habe 84 Millionen. Ich kann mir den nächsten Bereich freischalten. Was? Ja. Ich habe mal 11 Millionen. Wie hast du denn 84 Millionen gemacht, sag mal? Ja, heftig, oder? Ja, krank, krank. Aber kauf dir lieber mal ein Haustier für 800 Diamanten. Hast du das schon? Nee, ich habe noch nicht ganz 8 Diamanten. Ich komme jetzt ganz kurz in den neuen Bereich frei. Dann kann ich hier schon mal ein paar Kisten aufmachen. Was ist das? Okay, das hatte ich schon, glaube ich, ein paar Mal, ne? Ja, ja, ich muss auch wieder verzaubern, habe ich das Gefühl. Wenn ich gleich 800 Diamanten habe, verzaubern. Alter, hier ist eine Gem-Truhe im nächsten Bereich. Lol, wie cool. Was kriegst du da raus? Wie viele? Ich gehe jetzt mal dahin, mal gucken. Ey, da fällt mir auch ein, wir könnten die ganze Zeit zu dieser Geldkiste hin, oder nicht? Ja, aber der kriegt ja nicht mehr viel Geld. Meinst du nicht? Wegen jetzt den Tieren und so, dass wir vielleicht richtig viel bekommen würden? Da kriegst du, glaube ich, nicht mehr so viel. Ja, okay, okay. Oh mein Gott, was habe ich bekommen? Rare? Was ist das denn für ein Ding? 205! Was hast du bekommen? Was? Alter. Oh mein Gott, ey, du ziehst ja richtig seltene Sachen hier, ey. Das ist so ein Ding jetzt gewesen, so eine Kette. Okay, okay, sieht auch krass. Kannst du die Kette nochmal zusätzlich aufmachen? Oh, epic! Ein Cape! Nein! Nein! 205! Da drüben ist schon wieder einfach nur krank, ey. Einfach ein episches Cape bekommen. Und ich habe eine Glatze. Egal, damit kann ich leben. Ich erzauber mal hier wieder. So, ich guck jetzt mal, was kriege ich in der Gem-Truhe? Wie viel kriege ich, ha? Wie viele Gems sind das? 384. Okay, du hast vielleicht die Gems-Truhe. 1700 Gems habe ich jetzt. Ich hätte jetzt hier die Münzküste mal öffnen und mal gucken, wie viel Geld ich da raushole. Ich glaube nicht, dass du dadurch viel bekommst. Ich bin gespannt. Meinst du nicht? Weil, vielleicht wegen der Tiere oder so, dass ich vielleicht ein bisschen mehr bekomme? Nein, ich glaube, du kriegst nicht so viel. Ich hab nochmal die Kette. Was? Nein, es ist nicht viel, es ist nicht viel. Leider, ich dachte, es wäre ein bisschen mehr. Ich dachte gerade schon. Ist ein bisschen was. Es war ein bisschen was. Also ich sag mal so, es waren bestimmt 20 Millionen. Aber trotzdem... Wie 20 Millionen? Das war nämlich übel viel. Hä, als ob. Ja, aber 20 Millionen. Auf ganz entspannt. Okay, okay, warte. Mach erstmal ganz kurz zwei Haustiere auf. Nach deinen Tieren richtet sich das. Ah, stimmt. Okay, warte mal. Ich mach ganz kurz das Haustier auf. Hier, komm bitte, du weißt besser, bitte jetzt. 800? Machst du die 800er Tiere auf? Epic. Okay, oh Mann, oh. Aber warte mal, das ist ein gutes Ding. Also den Profi dir mal zeigen, wie das geht, oder? Alter, das ist ein gutes Ding. Und zwar Level 36 ist das. Und mir fehlt ein Diamant. Ey, das ist auch. Pass auf, ich mach das nächste auf und jetzt was ganz, ganz Seltenes, bitte. So, warte, ich mach jetzt hier nochmal die Münzkiste auf. Ey, ja, Rare ist normal. Schmetterling. Rare ist normal? Nein, mach keinen Scheiß. Mal gucken, wie viel ich jetzt in der Münzkiste bekomme. Ich habe locker schon so viele Münzen jetzt. Oh nein, ich habe das ganz Normalste bekommen. Och nee. Ja, deswegen weiß ich nicht, was du dich zu freust. Muss ich mal verzaubern. Bitte. Warte mal, das fällt mir gerade. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was los? Diese Münzkiste ist übertrieben heftig. Ich habe jetzt 300 Millionen. Du hast 300 Millionen? Ja. Wie hast du denn 300 Millionen gemacht? Ey, durch die Münzkiste. Danke für den Tipp, Kaspar. Alter, 300 Millionen einfach. So, ganz kurz hier. Krank, aber ich will eigentlich auch noch das nächste Grundstück mir einfach freikaufen, ne? Ja, ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich gehe jetzt mal ganz kurz. Ich kann jetzt nochmal... Nee, ich meine das, was du jetzt schon hast. Das ist meine Mission. Das brauche ich noch. Ach so, ja, das ist heftig. Also, das kostet 84 Millionen. Dann kann ich sowieso wieder ganz schnell... Ich mach mal ein Tier auf. Komm, bitte jetzt was Gutes, Mann. Bitte was Gutes. Rare. 160. Okay, ey, das ist doch so ein eigentlich. Witz. Aber auch nicht mehr krass, ne? Auch nicht mehr richtig krass. Aber ich mach richtig schnell die Dinger auf. Hast du dann gedacht, dass du auch noch so eine Damage Potion dir reinballern kannst? Ja, die hab ich mir alle reingeballert. Lol, ich die ganze Zeit nicht. Deswegen bist du wahrscheinlich so weit vorne. Das ist 10% mehr Schaden. Ist das nicht so viel? 10% haben oder nicht haben. Ne? Aber jetzt nicht so viel. Ich kann mir jetzt aber ein neues Schwert kaufen. Und genau das mache ich jetzt auch. Was kostet das nächste Schwert? Ich weiß nicht, aber ich habe 300 Millionen. Und fürs nächste Level braucht man 2,8 Milliarden, also... Ja, das dauert ja ewig, sag mal. Also ich brauche hier noch das nächste Grundstück, würde ich sagen, für 80 Millionen. 220er-Kette! 220er-Kette, auch nicht schlecht, ne? Was ziehe ich hier? Ich habe jetzt aber doppelt eine Kette angezogen. Ha! Doppelte Power. War gar nicht so viel. Okay, auch nicht schlecht, doppelte Power. Rare, was bringt der? Danach kostet das Schwert 420 Millionen. Ja, vielleicht sollte ich auch nochmal einen anderen Hut leveln einfach, ne? Auf ganz entspannt. 50 Millionen habe ich. Okay, ja gut, das reicht aber noch nicht, ne? Ich brauche 80, glaube ich, ne? Bam, 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 bam. So, ich muss nochmal verzaubern. Hallo! Ich muss hier nochmal verzaubern, glaube ich. Hier meine Hüte. So, ein paar Gems noch. Oh mein Gott, jetzt verzaubern, gehen und... Hier mache ich mal richtig viele Gems. Einfach alles rein, ne? Okay, die sind alle jetzt hier, nicht so gut. Hier, Level 205 auf entspannt. Dann gehe ich mal wieder zurück. Oh, Rare! Ich habe noch einen Duff-Hut. 220. Haunted House, so, und jetzt wieder Pakete aufmachen. So, oh Gott, das geht schon wieder ein bisschen schneller hier immerhin. So, bam, das und das. Alter, ich sag dir, das nächste Schwert ist auch so krass, ne? Ja, ich weiß, ich brauch das. Du bist halt jetzt weiter vorne als ich und deswegen kriegst du alle Sachen bis Legendary Hut! Nein! Level 220.
Der ist das Beste. Ich hätte gedacht mehr. Ich hätte gedacht ja, mehr. Der hat aber 1000 Schaden. 1000 Schaden? Das ist der Alter, Beste. Alter, das musst du mit deinen Tieren dir vorstellen, ne? Das bringt richtig Geld. Das ist richtig heftig. Oh mein Gott, ich sehe auch jetzt richtig krass aus. Gott. Legendary einfach bekommen. Hier nochmal die Box. In so einer kleinen Box einfach. Alter, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass du das einfach so ziehst. Ich auch nicht. So. 70 Millionen habe ich jetzt hier schon. Warte mal. Ach, die sollte ich vielleicht. Das Ding ist, das Schwert haut auch voll schnell, was ich gerade habe, ne? Ich glaube auch, umso mehr Tiere du hast, oder umso bessere Tiere, desto schneller hauen auch das Schwert. Ja, glaubst du? Kann ich mir vorstellen. Boah, ich mache jetzt gerade ein Geschenk auf. Weißt du, wie viel das braucht, das Geschenk aufzumachen? Was denn? Wie viel? 200 Millionen muss ich Schaden verzeihen. Was? Ja, ich habe jetzt schon die Hälfte weg. Krank. Hier, 70 Millionen, das könnte ich gleich erst nochmal zusammenführen, dann könnte ich gleich, habe ich auch endlich gleich dein Grundstück. Ey, ich sag dir, das Grundstück ist so heftig, ne? Ja, das ist OP, das ist einfach nur OP. Aber ich glaube, das ist auch nicht für immer OP, weißt du? Das ist dann so eine Zeit lang wieder OP, ja. Aber dann auch nicht mehr. Ja, genau. Bam. Und ich habe im Geschenk einfach nichts bekommen an Hüten oder so. Selbstschuld. Ich habe 9 epischen Hut. Mhm. Aber der ist, ich sag dir, der ist auch schlecht. Oh mein Gott, der ist gut. Okay, ja, okay, hast du vielleicht ein bisschen Glück gehabt dieses Mal. Der ist gut. Ja, glaube ich. Habe ich 3 epische Sachen. Noch ein paar Millionen brauche ich, dann habe ich das endlich. Ich habe 2 epische Sachen. Ja. Achso, das ist rare. Okay. Okay, pass auf. Das ist heftig. Noch, dann sollte es reichen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, schon die seltensten Sachen gezogen. So, pass auf, ich gehe nochmal ganz kurz hier. Hier, die 4 Millionen nehme ich nochmal mit. Oh, nochmal rare, eine Brille. Boom. Habe ich genug? Ja, ich habe genug noch so. Ich kann es mir holen. Ich komme. Und 3. Epic, gut schon wieder hier. Kaufen. Juhu. Alter. Ich hab sehr schön. Also entweder, warte mal, welches ziehe ich an? Ziehe ich das Ding an? Diesen Hut hier? Mach ich hier nochmal die krass aus, ne? Guck mal hier. Ich mache hier noch einmal die Truhe auf und dann ist gut. So. Da kriegst du richtig viele Gems. Ja, ich hab's dir ja gesagt. Alter! Ja. Alter, jetzt muss ich noch einmal kurz zu den Tieren und mir nochmal ein Tier ziehen. Ja, musst du jetzt auch. Irgendwann verzauber jetzt hier nochmal ganz kurz alles. Alter, ich auch, Gott, ich habe jetzt meine Krone ist Level 245. Ich behalte das noch. Falls ich nochmal verzaubern will oder so. Und so, dann müsste ich, glaube ich, hier hingehen. Und jetzt hole ich mir hier nochmal so ein richtig seltenes Ei. Und jetzt ziehe ich das seltenste Ding. Mit Ansage 0,01% und... Ich bin gespannt. Nein. Wie, was hast du bekommen? So einen blöden Schmetterling nur. Den Elefanten. Oh. Ich kaufe mir jetzt eine neue Waffe, Kaspar. Ja, mach das doch. Das ist schön für dich. Kauf dir, was du willst. Ich kaufe mir jetzt eine extrem gute Waffe. Und hier, was ziehe ich hier? Epic immerhin? War das denn selten? 25%ige Chance. Oh, 171 okay. Nur. Pff. So, pass auf, Waffen. Okay. Für 420 Millionen habe ich jetzt so ein Schwert. Alter, nicht schlecht. Ey, das muss doch, glaube ich, so... Warte mal, ich mache jetzt mal die Geschenke da vorne auf. Vielleicht kriege ich ja da dann auch nochmal Legendary Sachen. So, ich verzauber den Spaß noch, Broxo. Und dann bin ich auch zufrieden. Hier. Bam. Epic schon wieder bekommen. Zauberung hier für Zauber. So, jetzt komme ich mal wieder hin. Ja, ich gehe nochmal hier schon auf ganz entspannter jetzt hin. Guck mal, viele, wie ich hier schon freigeschaltet habe. 225, was ist besser als das? Future heißt das Ding hier. Laserbeam Mohawk. Okay, aha, muss man nicht verstehen. Ja. Komm, und das Geschenk ist offen. Best Instant Full. Und ich habe ein Geschenk bekommen. Level 240. Nee, okay, alles aber klar. Aber nein, so. Das ist nicht das gut. Das reicht mir. Nee, das reicht mir, alles gut. Da komme ich einem Leben nicht mehr hinterher, sag mal. Hier so eine seltene Brille. Na gut, dann hast du vielleicht diesmal gewonnen, Broxo, aber das schreit doch nach einer Revanche. Ja, würde ich auch sagen, Kaspar, würde ich auch sagen. Okay. Beim nächsten Mal zieh ich dich ab. Yeah. Während Kaspar gerade nicht klarkommt, mache ich nochmal das letzte Geschenk auf, Leute. So, ganz kurz hier nochmal beanspruchen. Und dann gleich nochmal kurz, ganz kurz beanspruchen. Und dann haben wir auch schon richtig viel Geld. Und mal gucken, was wir noch in dem Geschenk drin bekommen, Freunde. Ich bin mal jetzt noch gespannt hier. Zack, und wir haben leider kein Inventar bekommen. Na gut, Leute. Was machst du da? Oh Gott, was machst du da, ist die Frage. Wo sind wir bitte schön gerade? Wir sind, glaube ich, hier klingelt bei Five and Freddy's im Restaurant. Warum hast du so ein Hausmeister-Outfit an? Warum bist du lila? Du bist bei mir lila. Keine Ahnung. Okay, warte mal. Oh Gott, guck mal, da sind die auch direkt. Geh nicht dahin. Die Tür ist gesperrt. Klingelt's ganz close. Hier ist es. Komm her. Ja, okay. Also da steht, Wo bist du? Alter, es ist dunkel geworden, ich habe nichts gemacht. Das ist an deinem Telefon jetzt. Diesen Kameras, guck mal. Ehrlich?
Eddie, guck mal, wir können die Kameras auswählen und so durchgucken alles. Ja, du benutzt sie gerade, deswegen kann ich nicht gucken. Ah, okay, warte. Ah. Was sagt denn der? Wir haben nur noch 97% Akku, was heißt das? Okay, ich glaube, wir haben auf jeden Fall nicht so viel Zeit. Was machst du da? Ach, man konnte da die Tür aufmachen. Okay, aber wir brauchen irgendwie erstmal Licht. Ist ein Küchenschlüssel. Ist da? Ist ein Küchenschlüssel. Ah, okay, warte mal, zeig mal. Bist du da? Hab ihn, ja. Dann mach mal okay. Die Küche auf, komm mit. Okay, wo ist die Küche? Hier vorne irgendwo? Hier rechts um die Ecke war die. Aber ich glaube, das ist so hart und dunkel, ich kann nichts erkennen gerade. Hast du keine Taschenlampe an, oder was? Nee, wie geht die an? Keine Ahnung, die war schon an bei mir. Echt jetzt? Dann mach mal die Tür auf. Unlock Door. Oh mein Gott. Aha. Was ist hier auf dem Boden? Hier kann man was wischen. Ich glaube, du musst sauber machen oder so, du Hausmeister. Wisch mal den Boden. Ey, wieso habe ich keine Taschenlampe, Digga? Es ist stockfinster bei mir. Mach mal alles sauber hier, du Hausmeister. Ja, warte mal. Okay, ja, auch noch. Hier ist auch noch eine Pfütze. Zeig mal. Stimmt. Puh. Hast du jetzt die Taschenlampe angemacht? Ich hab sie, Alter. Okay, endlich. Gut. Oh mein Gott, das hat lange gedauert. Okay, komm. Ja. Hey, warte mal. Wenigstens was. Was denn? Hör mal. Da vorne ist was aufgegangen. Siehst du das? Nur ein Mitarbeiter. Da rechts ist so ein Eingang, siehst du das? Nur für Mitarbeiter, oh. Der ist jetzt gerade offen. Wie jetzt, ehrlich? Ja, siehst du es nicht? Oh Gott. Alter, hier ist noch alles, mach mal alles sauber jetzt hier, Alter. Ich mach grad schon, Jeden Tisch muss man einmal machen, ne? Alter, hier ist ein kompletter Alarm, was geht denn hier? Mach mal den Alarm aus, du Hausmann. Oh Gott, ich geh rein. Ich reparier kurz den Generator. Ich mach den kurz. Okay. Ich bin professioneller Mechaniker. Alter, sehr gut. So, also alles gut jetzt hier. Alter, was ist das denn hier? Siehst du diese Figur hier vorne? Ja, hier, guck mal, lass mal hier weitergehen. Oder? Alter. Zur Werkstatt hier einfach. Alter. Geh mal lieber nicht zu nah. Nee. Sieht voll cool aus, die Werkstatt. Okay, wir haben auf jeden Fall irgendeine Aufgabe. Wir müssen zu diesem Raum gehen. Da steht halt immer so eine Aufgabe, die wir machen müssen. Ich glaube, ich kann hier wischen. Mach mal alles sauber hier. Du musst ja sowieso deine Arbeit erledigen, du Hausmeister. Ist so, ich bin Hausmeister. Aber wir haben Stromausfall. Du hast den Generator doch gerade wieder repariert. Also wieso geht das Licht nicht an? Nein, wir haben eben... Ich weiß nicht. Stimmt, du hast recht. Also, wir haben hier irgendwo da. Da steht schon. Reinige die Küche, also fertig. Säubere die Tische. Okay, ich habe reinige den. Hast du jetzt das auch gemacht? Ja, und reinige den Boden der Haupthalle. Steht da. Ja, da müsste ich. Guck mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo einer ist, wo ich reinigen kann. Aber ich sehe hier. Siehst du noch irgendwas zum Reinigen? Weiß ich nicht. Ich sehe hier nichts mehr. Musst du auf jeden Fall noch machen. Hier ist noch einmal. Okay. Aber jetzt kannst du das ganze Ding reinigen. Ja. Oh Gott. Ich habe auch gesehen, dass eben. Und dann sollte das eigentlich schon. Das Neue ist aufgegangen. Sowas mit Müll irgendwie. So ein Müllding. Ja, du musst doch noch mehr reinigen. Hier noch einen. Hier ist noch einer. Okay, warte mal. Oh, 3, 2, 1, jetzt. Hast du? Das End beendet nicht. Hier ist Musik oder sowas. Hier redet einer. Der beendet es nicht. Ich hab, der Kreis ist schon völlig voll, aber der macht es nicht zu Ende. Wisch mal auf jetzt hier, das Ding. Hab ich, ist komplett voll, aber es passiert nichts. Braucht 20 Sekunden, bis der einmal voll ist, der weiße Kreis. So, und 3, 2, 1, voll. Jetzt. Okay, komm, lass mal kurz gucken. Aufgabe, ob die fertig ist. Ja. Weil da stand gerade eben, das war so eine Aufgabenliste. Nee. Du bist kein guter Hausmeister, da fehlt noch was. Digga, ich geh nicht so nah jetzt an die ran, Alter. Ich weiß nicht, ob man da nochmal wischen muss. Natürlich musst du wischen, du musst in der Hausaufgabe. Bro, was, wenn die mich auffressen? Die sind doch gefährlich. Der eine läuft jetzt rum! Ey, Digga! Guck doch mal den einen Haus an! Ey, nein! Lenk den mal ab ein bisschen, ich muss ihn noch wischen. Warte, der läuft eine eigene Route. Der sieht uns nicht. Oh, ach so. Guck mal nach hier, ob man hier irgendwo noch wischen kann. Wisch mal den Boden. Ja, ich weiß aber nicht mehr wo, ich hab ja schon... Da drüben. Ich seh's, wo das letzte ist. Wo rennt der hin jetzt hier mit der Gitarre? Guck, dass du mich jetzt nicht angreifst von hinten. Ich kann jetzt nichts. Wo ist denn der? Digga! Hier ist was! Sag doch, was du unkorrekter, Alter! Was ist denn los mit dir, Digga? Ich hab's gar nicht gesehen. Bro, der hat mich fast gefuttert, Alter. Das war ein Millimeter. Aber wo ist denn der andere hin? Hä? Komm mal her, wir schließen die Tür. Ich muss ja den Flex sauber machen, das ging jetzt ja nicht. Ich hab die Türen geschlossen, ich gucke uns die Kameras an. Es gibt die Rückendeckung. Ja, das ist ja tolle Rückendeckung. Oh Gott, wieso muss ich hier auch wieder alles sauber machen, sag mal. So, hab ich, das waren alle. Ich sehe die... Alter, da guckt irgendjemand in meine Kamera. Bei Kamera 3. Gott, lass das jetzt da. Der steht irgendwo in so einem Raum. Der wartet da. Mach mal auf hier, ich muss rein, mach mal auf. Ja, ich sehe dich. Alter, du bist... Mach auf, ja! Der eine ist ganz nah dran. Da steht, wir haben neue Aufgaben, statt da irgendwo. Haben wir? Ja, da stand irgendwas, wir müssen irgendwie ins Büro gehen. Stand, aber wo ist das Büro? Ins Büro gehen? Das hier ist doch das Büro. Komm, wir machen nochmal auf, wir müssen gucken. Ja, das ist das Büro. Pass auf, nicht, dass du da... Achtung! Das meine ich, komm zurück. Komm zurück, mach die Tür zu. Oh. Hier raus jetzt, komm. Okay. Wir müssen rumsuchen. Hier, Alter, das flackert doch so. Hier steht was. Steht da. Nicht rennen, nicht schlau. Okay. Ah, okay, die sehen einen, wenn man rennt, oder was? Anscheinend schon. Guck mal, hier vorne ist was Neues aufgegangen. So ein Müll... Oh mein Gott, Digga. Alter. So ein Müllschlucker hier vorne. Washrooms. Ehrlich? Ist aufgegangen jetzt? Ja, ich geh rein jetzt hier. Ich gucke jetzt, ob hier eine Mission ist. Okay, ich bin mit drin. Alles gut. Kann ich irgendwas sauber machen? Okay, und hier? Alter. Alter, da ist einer ganz mies auf Klo gerade, glaube ich. Alter, der übel dünnsches. Ja, Mann, lass weiter zurück, lass ich zum anderen. Was sollen wir denn jetzt machen, sag mal? Wo sieht man das? Warte, hier ist ein Alarm. Ja.
Alter, hier ist der Bär. Oh mein Gott. Sag mal, wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Okay, warte. Hier. Du bist in eine andere Richtung. Da bei Exit. Ja, ich geh mal ganz kurz hier nochmal in den Mitarbeiterraum. Vielleicht hat sich hier was getan. Oh ja, das könnte auch was sein, ja. Wir müssen ins Büro, Alter. Das geht nicht anders. Der wartet jetzt genau für ein Büro. Ja, dann lass ein Büro hingehen. Ja, geh schon mal hin. Ich check einmal ganz kurz die Küche. Ich glaube aber, der Bär, der wartet da rechts. Ja, der wartet da vor dem Eingang. Nicht aufmachen. Ey, die warten beide vom Eingang. Oh, Digga, wie sollen wir da jetzt reinkommen? Was ist denn das jetzt? Ich kann die nur weg. Ich kann sprinten, dann lockt man die doch an, oder nicht? Nein. Das ist sehr riskant. Wir müssen den anderen weglocken, da diesen roten. Ja. Hey! Oh mein Gott, Digga! Alter! Was ist? Ich hab Jumpscare abbekommen. Oh mein Gott, Digga, was war denn das, wieso? Alter? Was hast du bekommen? Ich hoffe, das ist. Dir! Oh mein Gott, der ist das. Der jetzt können wir rein. Geronimo! Oh, nee. Warte. Das Problem ist, die Tür ist hier auf. Komm rein jetzt hier. Wieso kannst du sprinten? Weiß ich auch nicht. Ich mach die Tür zu. Das geht nicht mehr zu, die Tür. Das ist, die haben sie aufgemacht. Oh mein Gott! Da drei! Lauf! Was war denn das gerade, Alter? Alter. In die Küche oder so. Wir müssen weiterlaufen. Wo müssen wir hin? Wir haben keinen Strom mehr. Der Generator wieder. Alter, ich hab voll viele. Der Rote kommt. Oh Gott. Bitte, wir müssen wieder zu Generator. Alter. Nein. Der ist nicht losgesprintet. Hat er dich geholt? Ich kann dich wiederbeleben. Warte. Jetzt hab ich einfach losgesprintet. Du bist gestorben. Nein. Warte mal, ich bin in einer Geisterwelt. Ich sehe dich jetzt. Okay, call mir ein bisschen. Wo hab ich eine Mission? Was muss ich machen? Keine Ahnung. Sag doch bitte, du musst doch mal sehen. Digga, ich mach ganz an Angst hier, Alter. Achtung, der sprintet auf dich. Digga. Was war das, Alter? Hey, die sprinten einfach auf einen, Leute. Boah, Digga, das war ja komplett gruselig, Alter, gerade. Digga, wir haben es nicht geschafft, Alter. Wie schlecht sind wir? Mann, ey. Ey, Kasper! Was geht ab, mein Lieber? Was geht ab? Oh mein Gott, heute wird's echt mega früh. Wir gehen nämlich ins Kino. Oh, was? Wie cool. Ich war lange nicht mehr im Kino. Ja, ich auch nicht. Das wird richtig toll, Leute. Und wir können jetzt, guck mal hier, wir können in den Bus reingehen. Oh Gott! Ey, die Coolen sitzen hinten. Ja. Let's go. Wow, oh, guck dir mal das Gott. Kino an, Alter. Das sieht so cool aus und guck mal, das ist hier anscheinend noch zu. Ey, das hat noch zu, Mensch. Ja, ey, Malo, mach mal das Kino auf jetzt hier. Hallo, mach mal auf hier. Guck mal, hier sind auch so gucken. Filme. Guck mal, hier kann man Filme auch anklicken. Shareblocks Homes. Oh, guck mal. Oh, was? Hä? The Forest? Irgendwie so ein Film oder was? Lass mal The Forest gucken, oder? Lass mal The Forest, hab ich auch mal gemacht, genau. Okay, mal gucken, wo geht das jetzt hin? Okay, er sagt jetzt hier auf jeden Fall, dass wir den Film jetzt gucken können. Oh, sehr gut. Oh mein Gott, guck mal. Wir sind hier grad. Ich will Popcorn. Ey, was nimmst du mal am besten im Kino? Ich finde eigentlich Popcorn und Nachos am besten. So schön eine XXL-Cola, so wie ich dich kenne. Gar nicht. Das ist doch lecker. Ich mag, ja, Nachos mit so Käsesoße sind auch lecker, aber ich mag auch so, magst du eher süßes oder salziges Popcorn? Ja, salziges. Was? Ja. Kann ich gar nicht glauben. Natürlich. Das Süße ist immer so lecker. Aber das Ding ist, eine XXL-Cola muss einfach mitnehmen, same. Weil es ich muss ja immer unbedingt dann auf Toilette gehen, wenn es gerade am spannendsten ist. Ach Mann, ja, das kennt man auch nicht anders. Oh, guck mal. So, jetzt muss man sich entscheiden, ich nehme Nachos mit Käse. Ja, ich nehm Popcorn, komm, nehm ich mal mit, Team hier hoffentlich Nachos, das Süße auch. Team Nachos. Team Popcorn. Nachos. Popcorn, guck mal hier, was ist denn das hier? Was denn? Oh mein Gott, geh da nicht so nah ran. Wieso? Auf da, drück mal. Oh mein Gott, pass auf, da krieg mal ein Gewicht oder so. Bist du einmal einen Stromschlag gerade bekommen? Irgendwie kaputt hier. Die ganzen Filme hier und sowas. Okay, komm, wir können jetzt, glaube ich, runtergehen und den Film gucken oder so. Ey, das ist halt, oh, Alter, wie groß ist denn schon hier das Kino? Alter, mega groß. In welchen Saal müssen wir denn eigentlich? Sogar mit Dingens, wie nennt man die Soße nochmal hier? Mit Käsesoße? Nee, die andere, nee. Ach, Salsa. Oh, auch lecker. Ich bin so gespannt auf den Film, der jetzt hier gleich losgeht. Also, bevor ich hätte schon einen coolen Namen an und so. Aber hier sind noch ein paar andere. Monopoly und sowas. Ja. Zeig mal, hier, was ist denn hier? Hier ist doch so ein Raum, so ein Lager. Geld! Lol, ich habe hier einfach 20 Dollar aufgesammelt gerade. Wie jetzt? Und hier liegt ein Salat. Und noch mehr Geld. Hä? Was ist das denn? Was war das gerade? Gute Frage, warte mal, ich nehme hier kurz noch das Geld mit, so. Okay. Hast du auch gerade gesehen eben? Ja, was war das gerade? Gute Frage, ich weiß es nicht genau. Hier, das sammle ich ein. Hä, da war... Okay. Wollen wir da hingehen oder so? Ja, okay, komm, lass mal gucken, das kam hier irgendwie hinten aus der Ecke. Was ist da? Hä? Was ist da, so Blutspuren? Was passiert hier? Oh mein Gott. Alter. Hier geht's zum Film, glaube ich. Das ist ein richtig krasses Erlebnis.
Ist das ein 5D-Kino oder was? Was ist mit dem denn jetzt? Alles klar. Der Film fängt jetzt an, Freunde. Ich mach die Türen für euch auf. Der sieht aber gar nicht... Der sieht böse aus, muss ich sagen. Sieht echt ein bisschen böse aus. Und der ist genau die Farbe mit diesen ganzen Farben, die wir eben hatten. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Da sollen wir anscheinend reingehen in den Kinosaal. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rein, Kasper. Let's go! Boah! Ey, wo willst du hier sitzen? Alter. Ganz hinten oder vorne? Nee, das Ding ist, ich muss sagen, man hat immer dieses schwierige Entscheiden beim Ich sag hier vorne, hier in der Mitte, so ist der beste Platz. Ich glaube, hier so ist ganz gut, weil so habe ich keinen direkt vor mir sitzen. Ey! Ja! Ey, sag mal, du bist ja in Begleitung. Ja, guck mal. Ey, nein! Warte, ich geh hin. Ich bin auf eine kleine Begleitung. Ah, ja! Nein! Ja! Hey! Jetzt musst du stehen, leider. Jetzt sitze ich hier drüben. Wo sitzt du denn? Ganz alleine. Digga, ich sitze hier ganz vorne allein. Egal, hier ist eh der beste Platz. Du hast ja gar keine Ahnung. Du bist ja extrem alleine. Gar nicht. Es geht los, glaube ich. Oder kommt jetzt erstmal die Werbung? Okay, leise. Okay. Oh Gott, 3, 2, 1 und... Direkt in den Film. Oh mein Gott, keine nervige Werbung. Ey, wie cool ist das denn? Was ist denn jetzt los? Was ist hier mit dem Film los? Was passiert hier gerade? Moxo, siehst du das, was ich sehe? Ich sehe es, es ist irgendwie... Es ist kaputt. Das ist wie eine Gehirnwäsche. Was ist das für ein Portal? Was ist das? Nein, das Monster! Oh, Kasper! Oh Gott, oh Gott! Wie hauen wir jetzt hier ab am besten? Oh mein Gott, lauf! Lauf da rum! Raus! Schnell raus! Ja! Nein! Oh! Oh Gott! Da ist es! Der kann ja nicht rein, oder? Oh mein Gott, es jagt jemanden! Kann er hier rein? Oh mein Gott, es killt schon welche! Lauf rein! Ey, der ist, glaube ich, zu groß, oder? Ja, ich glaube, der kommt hier nicht rein, weil die wegen dieser Tentakelarme. Oh Gott, schnell rein hier! Mach die Tür auf! Ja, und die hier zu! Mach sie auf! Gott, wo ist er? Hey, der ist schon weg, oder? Doch, da hängt er fest! Der hängt da fest, pass auf! Da ist er rein! Nee, der läuft! Oh Gott, okay, müssen wir jetzt warten kurz, bis hier jemand die Tür aufmacht. Oh. Oh Gott. Ha. Oh Gott. Portal! Oh Gott, rein jetzt hier! Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Leben wir? Sind wir im Himmel? Ich glaube, alles gut. Ich glaube, das haben wir... Hä? Was war das? Was war das gerade, Kasper? Das ist, glaube ich, aber weg. Aber jetzt können wir uns wenigstens woanders hinsetzen. Das ist ja unnormal gerade, was passiert ist. Wie so ein gruseliges Monster, was uns auffuttern möchte hier. Was ist denn jetzt? Was ist da jetzt? Wer ist das denn? Mitarbeiter? Ah, der ist vom Technik-Support. Der soll das reparieren. Hallo? Hast du das Monster gesehen oder was? Ich habe auf jeden Fall eine neue Kassette, die ich reinlegen kann für euch. Okay, der will jetzt hier anscheinend den neuen Film reinmachen oder so. Alien-Weihnachtsmann ist auch schon ganz ängstlich. Ja, ich weiß, der Grinch. Der Alien-Grinch. Ja. Okay, wird jetzt hier der neue Film reingemacht? Oh mein Gott, was ist das für ein Film? Was ist das für ein Film? Oh Gott, das ist doch Kasper, was Kassier. Passiert hier? Ich weiß es doch auch Erdbeben. Nicht. Erdbeben. Oh mein Gott! Erdbeben! Nein! Das Portal! Nicht schon wieder! Diesmal ist es größer! Ich glaube, wir können da reingehen, jetzt so groß ist das. Meinst du? Ich würde nicht in so ein Portal reingehen, dann wären wir reingezogen in den... Hilfe! Oh mein Gott! Nein! Wo kommen wir hier raus? Wir sind im Film! Was? Wir sind echt im Film? Wir sind im The Forest, also der Wald. Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Ey, pass auf, da liegen Bärenfallen und sowas. Hey, die brennen! Oh mein Gott, die ist draufgegangen! Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Oh mein Gott. Kasper, weißt du, was das bedeutet? Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Was heißt das? Wenn man jetzt im Film hier drauf geht, dann stirbst du in echt. Nein! Ja. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Was ist das denn? Oh nein. Nein, nicht schon wieder! Verdammter Mist! Oh nein. Ist es weg jetzt? Hä? Okay. Wir müssen hier irgendwie... Den Weg lang laufen, okay? Vielleicht kommen wir hier irgendwo raus. Ja. Da hinten leuchtet was. Ich sehe was rot leuchten. Siehst du das auch? So eine rote Fackel oder sowas, ne? Ah, ist eine Fackel nur. Ja, okay. Was leuchtet? Hier ist so Blutspur. Oh mein Gott, da ist richtig viel Blut. Mein Gott, ich gehe da mal ganz kurz... Aber wir sollen dem Weg folgen. Pass auf, nicht, dass da irgendeine Falle ist. Okay, nee, alles gut. Sieht gut aus. Komm, wir folgen dem Weg weiter.
Ja. Oh Gott. Der richtig mutig. Pass auf, die Bären fallen auf. Oh Gott, oh Gott. Okay. Oh! Guck mal, wo wir jetzt sind. Oh nein. Oh, oh mein Gott, wir müssen über die Brücke rüber. Das ist voll windig. Alter, wie windig. Okay, warte mal. Ich probiere es mal, okay? Oder? Geht das schon? Nee, noch nicht. Oh. Ich will hier nicht runterspringen. Hey, runterspringen. Hey, runterspringen. Wow. Okay. Wow. Wir müssen irgendwie probieren, da rüber zu kommen, Kaspar. Aber es ist so windig. Jetzt einfach? Ja, lauf. Spring nicht hoch. Hä? Oh Gott. Hä, was ist jetzt los? Nein! Das Handy von ihm ist runtergefallen. Ey, nein. Oh nein. Da kannst du es nicht machen, Alter. Ja, was passiert? Was ist das? Hä? Was ist das, Maxo? Was passiert hier? Die Brücke, pass auf! Sie wackelt. Ich glaube, die geht schnell. Schnell, lauf rüber, Kaspar, lauf. Wow. Wow, hey. Wo bist du, Maxo? Oh nein. Ich wurde runtergeschubst. Oh mein Gott, du bist vom Wind einfach weggeweht worden, sag mal. Kein Problem, ich habe mehrere Leben. Okay, dann ist ja alles gut. Alter, ich wurde richtig weggefeuert. Alter, ich hab nichts gemacht. Ich hab's gesehen, war voll krass. Einfach so aus dem Nix. Alter. Okay. Warte, oh mein Gott. Da fehlt jemand. Lol, da ist irgendwie, glaube ich, jemand runtergefallen oder so, noch neben dir. Ehrlich? Hä? Anscheinend. Und guck mal hier hinten, was ist das denn? Da war ich der Auserwählte und bin zurück. Das kann auch sein. Guck mal, die leuchtende Kackwurst oder was ist das hier? Was ist das denn, Alter? Das ist ein Ast. Jetzt sehe ich das überhaupt erst. Hörst du das? Hä? Ein Wasserfall. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie ein Bach oder sowas. Boah. Wow. Guck dir mal das. Guck mal, wie krass der aussieht. Das sieht echt voll heftig aus. Denkst du, in dem Wasserfall verbirgt sich irgendwas? Ja, ich glaube ja, oder? Wollen wir hier mal runtergehen, mal gucken? Aber das Ding ist, wir müssen jetzt irgendwie hier rüber, ne? Also wir können hier ins Wasser springen gleich oder sowas? Nee. Eine Brücke, wir können eine Brücke bauen, oder? Stimmt, mit diesen leuchtenden Kackwürsten können wir es ausprobieren. Ah, ich hab ja, ja! Und? Ja, da komm schon, nimm doch! Oh mein Gott, da schwebt ein Auge! Guck mal hier! Oh, schwebt ein Auge. Stimmt, oh mein Gott, wie gruselig! Pass auf, die Bären fallen auf, ne? Hier sind doch gar keine. Wir haben 2 von 12 schon eingesammelt. Hier sind doch irgendwie Häuser und so. Sollen wir zum Auge gehen? Geh mal, und was ist da? Was sagt der dir? Guck einen nur an. Das guckt er nur an. Guck mal, ich habe einen Stock. Ich kann mit einem Stock schlagen. Oh mein Gott, stimmt. Okay, wir haben 5 von 12 jetzt schon gefunden. Wir müssen noch mehr finden. Ja, ich gehe gerade schon auf die andere Seite. Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Oh ja, hier liegen alle 5. Alter. Was ist denn noch hier alles? Hier liegen voll viele. Hier sind ja noch mehr, ich glaub's gar nicht. Hier liegt ein Skelett. Was für ein Skelett? Und was ist das hier? Hier liegen viel zu viele, oder? Hier liegt ein Mann. Da noch. Ein Ring, da liegt ein Ring oder sowas. Ja. Hier, und der letzte. Oh Gott, und ja. Engel. Wow. Oh mein Gott, wir haben alle. Oh mein Gott, wir haben echt alle bekommen. Sonst gruseliges Skelett, ne? Okay, schnell zum Wasserfall. Okay, komm hier, die Brücke. Wollen wir die bauen denn da drüben irgendwo am besten, ne? Ja, würde, glaube ich, schon Sinn machen. Da kann ich ihn hier auch? Bevor das Monster wiederkommt. Okay, aber wo jetzt am besten? Da! Ja. Okay, komm! Da die Bretter hin, komm und los! Und hier, schön ran. Zack! Und ransetzen, okay, nächstes Brett. Und zack! Oh Gott. Und zack! Sehr okay, gut. Okay. Nach und nach bauen wir hier das alles zusammen, komm. Oh nein! Der war zu voreilig. Und die oh mein auch. Gott, die auch. Was ist denn mit denen? Was machen die denn? Haben die so, ist hinter uns irgendwas oder was? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Ist die noch zu dritt oder was? Ja. Oh Gott, okay, komm, Brett für Brett. Komm, das letzte Brett darfst du machen. Okay, mach sehr gut. Und schnell ja. Hoch. Oh, hier, oh Gott, oh Gott. Gott, wir sind nur zu dritt jetzt. Alter, 2 einfach noch draufgegangen eben gerade. Ich glaub's ja nicht. Ey, der ist dann auch da, der Goku. Ja. Hallöchen. Komm, vielleicht können wir auch einfach hier vorne in der Hütte ein bisschen uns verstecken. In der Hütte? Ja, mal gucken, ob wir... Meinst du, da finden wir einen Schlafplatz oder so für heute Nacht? Ja, das Ding ist, ich bin mal nicht sicher, ob wir reingehen sollten, Kaspar. Ich weiß es auch nicht genau. Das Ding ist, wir müssen aber halt noch irgendwie aus diesem Film entkommen. Das ist halt nur ein Film, ne? Darfst du nicht vergessen. Komm rein, das hier. Fühlt sich schon an wie... Hey! Ja, ich bin gestorben, du auch? Ich auch. Ich glaube, wir sollten ja besser nicht reingehen, Kaspar. Ich glaube auch nicht. Der andere, den hat es auf jeden Fall komplett erwischt, Goku. Ja, der ist Arme. Der hat sich leider nicht freikaufen können. Wir sollten vielleicht versuchen, die Hütte kaputt zu machen oder so. Das wäre doch eine Idee. Aber denkst du, unser Stock reicht dafür? Ja, naja, ich glaube nicht. Wir müssen sagen, lass mal ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir irgendwas, wie wir die Hütte kaputt machen können. Du hattest doch auch hier so ein Skelett gesehen oder sowas. Ja, aber glaubst du, das wird nützen, um die Hütte kaputt zu machen? Ist hier vielleicht irgendwas drin jetzt versteckt?
Das kann sein, oder? Mal gucken. Nee, leider nicht. Immer noch nicht, aber. Oh Gott. Ich wurde entführt. Ich bin ein Monster, Kaspar. Nein, Plutsch, wo bist du? Jetzt kann ich es doch nicht alleine machen. Hilfe. Nein. Ey, er zieht mich. Er zieht mich. Oh mein Gott. Wo bist du? Du musst dich versuchen zu befreien. Kannst du dich loslösen irgendwie? Ich schlag mit meinem Stock schon um mich rum, wie ich nur kann. Nein. Okay, ich muss dich jetzt finden. Hilfe. Ich seh dich. Ja, hier. Ich seh dich. Hier. Ich greif das Monster jetzt an. Greif ihn an. Was machst du los? Du Hau ihn! Vieh. Hau ihn! Wow! Hau wow! Ihn. Ah! Nein! Er hat sich deportiert! Wo bist du jetzt? Wo bist ich du jetzt? Ich bin irgendwo am Rand! Aber auf welcher Seite bist du? Find mich! Hier ist ein grüner Hügel! Links Nein. neben ist ein großer Hügel! Großer Hügel! Ein grüner, großer Hügel! Auf der Seite vielleicht? Siehst du die Höhle irgendwo? Da, geradeaus, lauf geradeaus. Ja, okay, ich seh dich, ich seh dich. Hilfe. Okay, ich komm. Er hat mich in den Boden gestopft. Und du lass jetzt los, verdammt nochmal, du blödes Monster. Mann, ey. So. Ah, jetzt bin ich vor der Hütte. Ich bin vor der Hütte, Kaspar. Ich seh dich. Brock, du die Rettung naht. Kaspar, Hilfe. Ich bin noch tiefer im Boden versunken. Und ja, jetzt komm schon. Und zack. Und zack! Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe! Wo bringt er dich hin? Wo bringt er? Nein! Nein, er hat mich aufgehalten! Ich hol dich runter! Ich muss dich runterziehen! Schnell! Das Blut läuft mir in den Kopf! Du bist schon ganz schwummerig! Ich muss irgendwas finden, was dich abschneidet, aber was? Hier irgendwo in der Höhle jetzt vielleicht? Nee. Immer noch nicht. Schnell, Kaspar, noch 30 Sekunden. Nein, das ist so groß alles. Woher soll ich denn jetzt was finden, was ganz Kleines? Hilfe. Liegt hier irgendwo Schnell. Eine Schere oder so? Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle geht nicht. Hilfe. Ich weiß, es kann auch nur noch versteckt sein irgendwo. 15 Sekunden, Kaspar. Nein, das schaffe ich nicht mehr. Das ist vielleicht die Fackel oder sowas. Ich hab alles probiert hier. Das liegt hier bestimmt irgendwo rum. Da hinten, ich sehe es. Nein, ich schaff's nicht mehr. Nein. Wir müssen unbedingt dem House of Horror entkommen, ja? Das ist hier anscheinend so ein mega, mega heftiges Haus mit so einem richtig, richtig schweren Parcours. Wir sind hier leider eingesperrt, Leute. Wir kommen nicht mehr raus. Wir müssen hier quasi reingehen in dieses Loch hier von diesem Monster, Leute. Einfach in diesen Mund rein und bitte landen wir nicht in so einem schlimmen Raum oder so. Oh Gott, ja. Oh Gott, wir sind hier echt in so einem richtig komischen Raum gelandet, Freunde. Ich würde mal sagen, wenn ihr denkt, dass wir heute entkommen werden, dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen Like und ein Abo da, Freunde. Drückt auf jeden Fall einmal noch auf die Glocke, indem man hier noch euer Handy dreht. Und dann werdet ihr auf jeden Fall nächstes Mal verpassen. Dann kommen wir nicht täglich Roblox-Folgen extra für dich. Wir müssen jetzt hier irgendwie vorsichtig an diesen Pin-Dingern vorbeigehen, Alter. Die gehen da so, ey, die sind voll willkürlich. Die sind voll willkürlich. Aber wir haben es geschafft. Wir sind aus diesem Raum hier schon mal raus, Leute. Haben jetzt hier schon mal den nächsten Checkpoint. Und müssen jetzt hier auch noch ein bisschen höher springen, so. Über diese roten Laserteile und so. Hier, zack, so. Immer vorsichtig sein, Freunde. So, hier auch. Und Alter, das war auf jeden Fall relativ leicht noch, ne, der Raum hier. Aber was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier? Oh Gott, was ist hier für eine Musik? Okay, Hilfe. Warte, er sagt Pfeil. Aber wir müssen, glaube ich, hier hoch, ne? Ey, Leute, was passiert hier? Okay, wir sind jetzt hier schon mal nächster Checkpoint. Dann können wir noch ein bisschen weitergehen, über die ganzen Laser rüberspringen. So... vorsichtig hier auch nochmal. Oh Gott, Freunde. Alter, ich sag's euch. Das ist auf jeden Fall echt ein verrücktes Haus. Auch guck mal, wie das hier so gebogen ist und so, ne? Macht gar keinen Sinn. Und ist ja auch bald Halloween, Leute. Das heißt, hoffentlich kriegen wir hier nochmal ein bisschen so Süßes und Saures. Und ey, hier sind Geister. Hey, Little Angel. Wollen wir hier an den Geistern mal vorbeigehen? So. Zack. An den Geistern vorbei. Okay. Oh, die schaffst du leider nicht. Na gut, dann gehen wir ohne die weiter. Und hier, ey, guck mal hier. Wir müssen über so Teppiche rüberspringen. Oh. Und wir dürfen diese Hubbel von diesen Teppichen nicht berühren. Ein Sprung, noch ein Sprung, noch ein Sprung und noch ein Sprung. Und jetzt hier noch der letzte Sprung. Ja, Leute, über die ganzen Teppichböden hier rübergekommen. Ey, wenn so ein Teppich aussieht, ne, dann musst du sich einfach so eine Gummimatten für da drunter holen. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier ist so ein Clown. Okay, warte mal, müssen wir über die ganzen kleinen Puzzleteile rüberspringen? Ja, irgendwie schon, ne? So, Puzzleteile, so auch hier. Alles Klärchen. Komm. Wir gehen jetzt hier weiter durch die Tür
Und hier der nächste Checkpoint sogar schon, Freunde. Alter, aber das Haus hier ist echt verrückt, muss ich sagen, ne? Hier passieren echt komische Dinge. Und ist da irgendwie so ein Monster da unten, Leute? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, da unten ist ein Monster oder so, ne? Okay, komm. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter lang. So, kein Problem. Die Treppe hoch. Hm, wo sind wir jetzt hier gelandet, ist gerade die Frage. Oh Gott, hier sind auch noch so lierne, hier Laser und so, ne? Alter. Okay, vorsichtig, zack. Auch an den Sachen vorbei und... Hä? Wo sind wir jetzt? Wow! Alter, wir sind hier einfach oben auf dem Dach drauf. Und irgendwie haben wir gar kein Dach. Also wir sind, keine Ahnung, kann man das Dach nennen, Leute? Oder einfach nur oberster Raum ohne Dach oben. Und ich bin jetzt wirklich gegen diesen Laser gelaufen. Ich glaub's ja nicht. Ich sage euch, hier ist echt richtig, richtig viel so komische Musik die ganze Zeit am Start. So, ich weiß nicht, ob man im Endeffekt nachher die Musik hören wird oder nicht. Vielleicht hört ihr auch andere Musik. Oh, Leute. Was ist das jetzt überhaupt hier gerade? Ist das so ein Clownshut oder so? Und Alter, hier nochmal so ein Holzbrett, über das wir rüber können. So, vorsichtig jetzt hier. Über die ganzen Holzbretter. Nächster Checkpoint schon wieder. Und, ah, nein, das waren so kleine... Oh Gott, das sind, guck mal, das sind einfach Nägel in den Brettern drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Über die müssen wir sogar noch rüberspringen. Habe ich vorher auch noch nie so gesehen, ne? So, okay. Weiter geht's hier an den Nägeln vorbei. Und über Lava einfach rüber, Leute. Hier ist einfach Lava. Und, wollen wir da wirklich reingehen, Leute? Ich weiß es nicht. Was passiert eigentlich, wenn wir stehen bleiben, ne? Irgendwie nichts. Aber es ist hier echt alles mega, mega, mega verwirrend. Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so ein kleines, entspanntes, so Bällebad, Leute, oder? Ist das hier so ein Bällebad? Aber irgendwie sind die Bälle nur an der Wand. Na gut, hier nochmal über das Blaue rüberspringen, rosa und nochmal lila. Und zack, hier wieder durchgehen durch diesen Schacht. Und ey, das ist so verwirrend, ne, Leute? Ich muss sagen, das ist so verwirrend. Und hier sind so Jellybeans. Lol. Mit denen habe ich schon mal eine Nicht-Lachen-Challenge gemacht, mit diesen Jellybeans. Aber die waren einfach nur komplett eklig. Geil, ich weiß nicht. Saftige Birnen hört sich geil an, aber... Oder Nasenpopel. Hier noch ein bisschen rüberspringen, Leute, über die ganzen Jellybeans. Die sind auch richtig aufgequollen, ne? Ich glaube, es liegt daran, weil wir hier in so einem Zuckerwasser noch drin sind. Okay, jetzt hier an den ganzen Dingern vorbei. So, hier, zack, nochmal ganz kurz den nächsten Checkpoint. Und rüberspringen. Oh, rüberspringen, rüberspringen. Und nochmal rüberspringen. Sehr gut. Und komm, jetzt hier ein bisschen weiter. Haben wir jetzt hier, warte mal, können wir jetzt hier ganz mal runtergehen? Ja. Wir können hier ganz mal runtergehen. Das ist, glaube ich, so eine Tafel Schokolade. Und dann können wir hier, zack, springen, zack und zack. Über den Cookie, über die ganzen Sachen. Alles klärchen. Jetzt hier nochmal oben. Ja, über die Schokolade rüber, Leute. Ach, das war sogar so ein Kuchen. Wie cool, einfach einen Kuchen. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder hier unten lang gehen oder oben lang. Und ich würde mal sagen, wir probieren mal oben lang zu gehen. Oben ist auch ein Checkpoint. Also vielleicht müssen wir, ich glaube, wir müssen hier nämlich, genau, wir müssen hier oben lang gehen. Hier über dieses Laser rüber, so. Und dann, Leute, müssen wir, glaube ich, runterspringen. Weil hier war so der Wasserfall, die wären wir, glaube ich, runtergefallen. Ne? Deswegen, komm, wir gehen mal hier ein bisschen weiter. So, und können wir hier noch durchgehen? Nee, deswegen müssen wir hier runterspringen, so. Und jetzt über dieses blaue Seil hier rüber gehen, Leute, so. Vorsichtig natürlich, ganz, ganz vorsichtig. Okay, und ja, ab geht's hier wieder durch diese Geisterwaschmaschine oder wie man es auch wieder, wie man es auch immer nennen möchte. Also sieht auf jeden Fall echt lustig aus, muss ich sagen. Okay, komm, nächster Checkpoint ist hier auch wieder gesichert. Wir müssen jetzt hier über die ganzen Kürbisse rüberspringen. Das sollten wir doch auf jeden Fall schaffen. Ne? Kürbisse sollten eigentlich kein Problem sein. Auch keine Hindernisse darstellen oder so. Also das Haus sieht auf jeden Fall schon echt verrückt aus. Ne? Warum ist die Tür, warte mal, warum... Wir fallen runter. Jetzt muss ich nochmal über die ganzen Kürbisse rüberspringen, Mann. Ich glaub's ja nicht, Leute. So, jetzt hier komm. Über die Kürbisse rüber. So, und letzter Sprung auch. Und jetzt hier, gut, der sollte ja eigentlich leicht sein. Okay. Ey, die Tür sieht voll klein aus, ne? Hä? In welchem... Lol, in was für einem Raum sind wir jetzt hier gerade? Der sieht irgendwie groß aus, aber auch irgendwie... Hä? Der sieht groß und aber auch irgendwie klein aus. Hä? Leute, der Raum wird immer größer. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, vorne ist er so groß, hinten ist er schon so klein geworden. Und jetzt der nächste Sprung. Hä, der wird immer, kleiner und so. Leute, was passiert denn hier bitteschön? Was ist denn mit der Perspektive los? Das macht ja gar keinen... Ey, das ist so verwirrend. Das macht halt gar keinen Sinn. Hä? Das macht echt gar keinen Sinn, Leute. Guck mal hier, wie weit wir da vorne jetzt schon weg sind von unserem Kollegen, der eben noch neben uns war.
Okay, und jetzt zack, der letzte Sprung und Alter, ist die Tür groß. Und Alter, Leute, was ist auf einmal hier bei dem Raum los? Das macht gar keinen Sinn. Doch, wir sind immer noch nicht draußen, Leute. Ich möchte doch hier nur diesem Horrorhaus entkommen. So, jetzt komm hier, über die ganzen Sachen rüberspringen. So, ohne Probleme. Jetzt hier wieder durchgehen, Leute. Und wo sind... Lol, wir sind hier einfach, in einer bösen Bücherei. Guck mal, wie böse die Bücher sind, Leute. Die Bücher möchten mich, am liebsten möchten die mich essen einfach so, ne? Okay, komm, wir gehen jetzt hier mal vorsichtig an den Büchern vorbei. So, aus dem Weg hier, ihr blöden Bücher. Ich möchte mit euch gar nichts zu tun haben. So, hier, einfach an den vorbeigehen, Leute. So, okay, und am besten auch nicht die angucken. Und Alter, warum ist denn hier so viel Blut, Leute? Was denn hier passiert? Hat hier irgendwer die... Achso, ich glaube, es waren von... das ist das Blut von den bösen Blut... von den bösen Büchern, ne? Weil hier hat anscheinend, haben die bösen, Bücher die ganzen, Leute hier gegessen, die es nicht überlebt haben. Deswegen, komm, wir gehen jetzt hier lieber ganz schnell raus. Ich glaube, da vorne ist sogar schon eine Tür, aus der wir irgendwie, glaube ich, raus können oder so. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Oh Gott, diesen schlimmsten Raum hier überleben. Ey, das sieht aus wie so eine Psycho-Waschmaschine. Okay, komm, wir gehen jetzt hier am besten mal mit dem Draht. Und hier auch am besten nochmal mit dem Draht. So, Leute, es sieht so verwirrend aus, ne? Und, wir verbrennen! Wir verbrennen! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Leute, nein! Nein, wir sind hier immer noch nicht draußen. Jetzt müssen wir auch noch... Warte mal, müssen wir jetzt hier noch über die... Oh nein, wir müssen hier über die Köpfe rüberspringen. Ich dachte schon, da wäre das Ende. Oh Mann, Leute, ich dachte, wir wären schon draußen. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz hier rausgehen. Beziehungsweise... so, über diese Holzteile. Oh Gott, war das gerade knapp. Über diese Holzteile rüberspringen. Und zack, wieder nächster Checkpoint. Jetzt hier über diese ganzen Knochen und so rüberspringen, Freunde. So, hätten wir eigentlich auch die Abkürzung da vorne nehmen können? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. So, jetzt hier mal ganz kurz über den Brustkorb. Und zack, Sprung. Und hier durch die Tür. Und wir landen jetzt. Sind wir draußen, Leute? Sind wir draußen? Ja, guck mal, wir haben es nach draußen geschafft. Haha, du bist gefangen und ich bin frei. Haha, okay, Leute. Wir können jetzt quasi rausgehen. Haben jetzt hier auch nochmal so ein paar neue Sachen, die wir noch machen können. Und falls ihr, ich würde mal sagen, falls ihr noch davon mehr sehen wollt, wie wir jetzt hier noch mehr von solchen Obby spielen, dann lasst auf jeden Fall gerne mal einen Like und ein Abo da, Freunde. Checkt auf jeden Fall eins von den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken und abonniert den Kanal für tägliche Roblox-Folgen extra für dich.